Könnt ihr die Herrschaften von draußen mal reinbitten? Ja, auch du, Astrid. Wir würden gerne anfangen. Ja, gut. Okay. Tschüss. Begrüßungsorgien, ja. Ich unterhalte mich jetzt so ein bisschen mit der VL, bis die letzten von draußen reingekommen sind und der Ton richtig eingestellt ist. Die Stimme der Vorsitzenden Blatt Buchs. Okay, ich fange einfach an. Alles klar, Seko, du bist auch bereit. Wir sind ja hier so ein bisschen unter uns, zumindest heute. Hallo Piraten, liebe Pressevertreter, ich habe zumindest einen gesehen von der parteiinternen Presse. Herzlich willkommen im Ismaning. Apropos willkommen heißen, ich weiß nicht, wer jetzt einen Fernseher hat oder zumindest ein Radio oder ab und zu mal in die Zeitung schaut, hat es gesehen, es sind sehr, sehr viele Menschen in den letzten Tagen und Wochen nach Bayern gekommen. Vor allen Dingen Flüchtlinge aus Syrien. Und ich war auch am Bahnhof. Ich habe jetzt nicht so furchtbar viel geholfen, weil es waren schon genügend Helfer da. Aber wer diese Leute gesehen hat, Menschen völlig erschöpft nach wochenlanger Flucht, manchmal oder häufig nur knapp dem Tod entronnen, geschlagen von Sicherheitskräften im EU-Land Ungarn, verzweifelt, verängstigt und mit absolut nichts in der Hand, außer den Klamotten, die sie am Leib tragen und das bisschen, was sie in ihren Taschen haben. Ich habe aber auch noch nie so viel Erleichterung in Gesichtern gesehen. Als sie endlich da waren, in München, und von einer, naja, jubelnden oder zumindest applaudierenden Menschenmenge begrüßt wurden. Ich hoffe, das ist nicht mein Handy. Die nächsten Wochen und Monate werden natürlich nicht leicht werden. Die Leute müssen versorgt werden. Sie warten zum Teil immer noch sehr lange auf die Bearbeitung ihrer Anträge. Und in logistischer Hinsicht ist es natürlich auch für uns eine Herausforderung. Die Neuankömmlinge und wir brauchen alle viel Geduld und viel Energie. Aber was hat das alles mit Piraten zu tun? Wir stehen als Partei für die Freiheit des Individuums. Und diese Menschen suchen nach Freiheit und nach Schutz vor Verfolgung. Und wir Piraten, wir stehen für Perspektive. Und wir wissen, dass die Herkunft eines Menschen nicht seine Zukunft beeinflussen darf. Und diese Menschen suchen eine Zukunft. Wir Piraten müssen auch an diesem Wochenende zunächst mal an unserer eigenen Zukunft arbeiten. Und das wollen wir auf diesem Landesparteitag tun. Und damit erkläre ich den Landesparteitag der Piratenpartei Bayern 2015 für eröffnet und übergebe das Wort an Sekor. Ja, ich habe mal in einem Ratgeber für gute Reden gelesen, dass jede Rede, die wirklich gut ist, am Ende damit schließt, dass jemand sagt, das Buffet ist eröffnet. Ich habe vorhin gehört, das klappt hier nicht, das Catering hat nicht funktioniert. Wir haben im Augenblick ein kleines Problem. Ich habe gelesen,
In NRW werden wir derzeit gerade in den Umfrageergebnissen deswegen nicht gelistet, weil wir beim letzten Mal, als es gemessen wurde, mit 1% gemessen wurden. Das ist insbesondere deswegen besonders bitter, weil wir in NRW eine Landtagsfraktion haben und Landtagsfraktionen definitiv eine größere mediale Reichweite haben, als wir es beispielsweise hier in Bayern haben. Und wenn eine solche Fraktion oder ein solcher Landesverband wie NRW dann trotzdem bei 1% steht, dann tut uns das insgesamt als Gesamtpartei ziemlich weh. Und das kann man irgendwie auch nicht besonders gut schönreden. Selbst ich nicht, wo ich mit dem Schönreden eigentlich nicht so sonderlich schwer tue. Im Grunde haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten hergehen und könnten sagen, naja gut, 1% ist Kacke, hör mal auf, machen den Laden dicht, schmeißen hin, die Reste der Parteienfinanzierung können wir versaufen. Irgendwann kommt dann der Insolvenzverwalter und räumt die Bude auf und das war's dann, Projekt tot. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass genau das definitiv nicht geht. Ganz im Gegenteil, wir haben über 400 Mandate. 400 Mitglieder der Piratenpartei sind auf allen möglichen politischen Ebenen tagtäglich dabei, Politik mitzugestalten. Wir haben 9 Jahre durchgehalten. Wir hatten in diesen 9 Jahren bittere, herbe Zeiten. Ich kann mich daran erinnern, als wir angefangen haben, 2009 Wahlkampf zu machen, hatten wir noch dieses 0,9% Ergebnis von der Europawahl im Kreuz. Das ist quasi wie heute. Und es hat uns damals nicht daran gehindert, auf die Straße zu gehen. Das hat uns damals nicht daran gehindert, Infostände zu machen, Plakate zu entwerfen und aufzuhängen und jedem, der es hören wollte und auch jedem, der es nicht hören wollte, zu erzählen, dass wir die Piraten sind und dass wir die Politik verändern wollen. Und das ist etwas, was heute nach wie vor genauso gilt. Da gibt es zwar jetzt so ein paar bittere Dinge am Rande. Ich habe letzte Woche gelesen, dass irgendwo 2 Mitglieder eines Kreistags oder so, also Piratenmitglieder, die sind aus der Partei ausgetreten und haben ihre Mandate mitgenommen. Solchen Leuten möchte ich an der Stelle einmal ganz, ganz deutlich sagen, das ist assgschamt. Das ist richtig assig. Die sind nämlich nicht deswegen in diesen Parlamenten, weil sie persönlich da reingewählt wurden, sondern die sind fast alle in diesen Parlamenten, weil die Piratenpartei sie dorthin gebracht hat. Und wenn sie jetzt irgendwann plötzlich feststellen, dass wir eine Partei sind, für die Netzpolitik eine gewisse Bedeutung in der Außendarstellung hat, sich dann hinzustellen und zu sagen, das ist nicht mehr meine Partei, aber mein Mandat nehme ich mit, ja, wie gesagt, ich finde es assgschamt. Und wenn wir schon bei den Themen sind, die diese beiden zum Austritt bewogen haben. Wir haben ein kleines Problem. Wenn wir heute hergehen und irgendeinen unserer Mitglieder fragen, wofür die Piraten stehen, und das ZDF hat das, ich glaube, nein, die ARD, Entschuldigung, die ARD hat das beim Bundesparteitag ausprobiert. Die ist mit dem Mikro, die Journalistin ist mit dem Mikro rumgelaufen und hat die Leute gefragt, wofür stehen die Piraten? Wir hatten Glück, dass die einen netten Bericht machen wollte, obwohl sie den Auftrag dazu hatte, es nicht zu tun, weil sie nämlich nur die Antworten genommen hat, die einigermaßen gepasst haben. Das Problem ist nämlich nicht nur, dass wir von außen kein scharfes, wahrnehmbares Bild und Profil der Partei haben. Das Problem ist auch, dass wir das selbst intern nur mit Hängen und Würgen einigermaßen hinbekommen. Ich finde, das ist aber etwas, was wir ändern können, was wir sogar relativ leicht ändern können. Wenn wir hergehen und uns überlegen, wofür diese Partei gegründet wurde, dann sieht man sehr schnell, dass diese Partei dafür gegründet wurde, den digitalen Wandel in die Politik zu bringen. Das,
war der Grund, warum 2006 52 Leute sich in Siebes, in der Siebes in Berlin hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen eine Partei. Jetzt kann ich natürlich in diese Partei eintreten und kann sagen, ja, Soziales ist unglaublich wichtig. Und ja, Soziales ist unglaublich wichtig. Aber bitte, wenn ich dann hinterher irgendwann feststelle, dass diese Partei netzpolitische Inhalte nach vorne stellt, ja, dann beleidigt wegzulaufen, ist irgendwie dämlich. Aber, um es mal noch mal ganz kurz deutlich zu formulieren, wir könnten etwas tun, was uns hilft, dieses Profil, für das wir von außen wahrgenommen werden wollen, ein bisschen zu schärfen. Und zwar könnten wir anfangen, dass wir bei allen möglichen Gelegenheiten immer wieder wiederholen, wofür wir als Partei stehen. Und wir brauchen uns da nichts einfallen lassen, sondern wir können einfach das nehmen, was die Umfrage unter allen Mitgliedern ergeben hat. Und die Themen, für die unsere Mitglieder in den nächsten Wahlkämpfen stehen wollen, sind Datenschutz, Transparenz und Bürgerbeteiligung. Das ist nichts, aber auch rein gar nichts, was irgendein Mitglied der Piratenpartei für sich als irrelevant und dämlich ablehnt. Naja, okay, die allermeisten zumindest. Nochmal, Datenschutz, Transparenz und Bürgerbeteiligung. Das sind die drei Themen. Und wenn irgendein Journalist fragt, wofür stehen die Piraten denn, was sind die politischen Inhalte der Piraten denn? Ja, Datenschutz, Transparenz, Bürgerbeteiligung. Datenschutz, Transparenz, Bürgerbeteiligung. Irgendjemand hat mal gesagt, kaum habe ich 27 Mal gesagt, schon habe ich es mir gemerkt. Datenschutz, Transparenz und Bürgerbeteiligung sind die Themen, für die diese Partei gegründet wurde. Und das sind die Themen, für die wir auch in Zukunft im Wahlkampf kämpfen sollten. Das bedeutet ja nicht, dass alle anderen Themen nicht wichtig sind. Das bedeutet nur, dass wir den Leuten etwas geben wollen, womit sie uns identifizieren können und wo wir uns ganz deutlich von den anderen Parteien unterscheiden können. Jetzt hat man gesagt, ja, das ist ja ganz gut und man kann mit Transparenz und Bürgerbeteiligung und Datenschutz ja auch tatsächlich Politik machen, vielleicht auf Bundesebene. Nein, das stimmt nicht. Ich war letzte Woche in Witten. Das ist eine 100.000 Einwohnerstadt, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwo im Ruhrpott. Und die haben im Augenblick eine kuriose Geschichte, nämlich eine amtierende SPD-Bürgermeisterin, die nicht wieder aufgestellt wurde, aber wieder kandidiert, plus einen SPD-Kandidaten, der quasi gegen die amtierende Bürgermeisterin kandidiert. Die SPD macht dort so Dinge wie hier bei uns die CSU. Und sie haben einen Piraten. Und Stefan, der Pirat, geht her und sagt, hey, ich will, dass wir in Witten eine transparente Verwaltung bekommen, dass unsere Zahlen nachvollziehbar dargestellt werden. Voll piratiges Thema. Der geht her und sagt, ich will, dass wir in dieser Stadt Freifunk für alle haben. Voll piratiges Thema. Und er hat sich ein Konzept ausgedacht, wie man die Bürger an den politischen Entscheidungen der Stadt Witten besser beteiligen kann. Voll piratiges Thema. Ich hatte nichts damit zu tun, die haben sich das selber ausgedacht, aber ich war begeistert, als ich es gesehen habe, weil es funktioniert. Man kann diese Themen auf allen politischen Ebenen spielen. Und genau das sollten wir in Zukunft auch tun. Und ich weiß, den meisten von euch geht es so wie mir, die Grünen sind mir eigentlich zuwider. Aber sie haben etwas geschafft, was mir dann doch immer wieder so ein Stück weit Respekt abnötigt. Wenn heute irgendwo irgendwas zum Thema Umwelt ist, denken die meisten Leute nach wie vor erstens an die Farbe Grün und zweitens an diese Partei, an die Grünen. Und das ist etwas, was denen immer wieder mindestens 5% bringt. Und das ist etwas, was wir auch brauchen. Wir brauchen einen Sockel, der uns regelmäßige Wahlergebnisse liefert, sodass wir darauf aufbauen können. Und jetzt hat man mir gesagt, ja, aber diese Themen, von denen du dauernd laberst, die sind keine 5% wert. Dann haben wir es noch nicht genug Leuten erzählt, wie wichtig es ist, dass, wenn wir nichts tun, sie in einem Überwachungsstaat aufwachsen werden, unsere Kinder keine Möglichkeit mehr haben, eine freie Meinungsäußerung in irgendeiner Form von sich zu geben, weil alles überall überwacht und kontrolliert wird.
dann haben wir es eben noch nicht oft genug gesagt. Dann müssen wir es halt noch ein paar Mal wiederholen. Und irgendwann ist es 5% wert. Und dann haben wir das geschafft, was wir eigentlich wollen. War das jetzt der Anstandsapplaus? Ich soll aufhören zu reden, oder was? Könnt ihr vergessen. Ich bin davon überzeugt, dass die Piratenpartei nach wie vor die wichtigste politische Neuerung der letzten 30 Jahre sind. Das steht völlig außer Frage. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, den Karren in den Sand zu setzen und zuzugucken, wie wir bei 1% hindümpeln, die Leute nach und nach alle weglaufen und das Ganze ist dann halt irgendwann wahr, weil es eingeschlafen ist. Oder wir wie die ÖDP regelmäßig überall mal wieder antreten, aber alle von vornherein wissen, das wird eh nichts. Aber das will ich nicht. Und deswegen kämpfen wir weiter. Deswegen kämpfe ich weiter und ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam machen. Lasst uns dafür kämpfen, dass die Leute wahrnehmen, jetzt dreht er wieder ins WhatsApp. Hallo. Lasst uns dafür kämpfen, dass die Leute wahrnehmen, dass wir die Partei sind, die sich für ihre Bürgerrechte in der digitalen Welt von morgen einsetzen. Das ist so eklatant wichtig, dass alle anderen Themen ein Stück in den Hintergrund treten können. Und wenn wir dann in den Parlamenten sind, dann machen wir Politik für alle Themen und alle Bürger. Danke. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 9 Jahre, das ist eine Leistung. Sprechen wir also über Inhalte. Die Schlagworte unserer Tage sind nicht nur Cloud Computing, Internet der Dinge, Big Data, Crowdsourcing und Freifunk, sondern ebenfalls Vorratsdatenspeicherung, Selektoren, Cybercrime, Cyberspionage und Cybersabotage. Befassen wir uns mit der digitalen Revolution, so beschäftigen wir uns mit einer hochkomplexen, mehrdimensionalen und dynamischen Transformation. Wir Piraten nennen das den digitalen Wandel. Für diese Transformation gibt es weder ein Vorbild noch einen Masterplan oder gar ein eindeutiges Ziel. In diesem Gemenge entgehen wir der Gefahr, Getriebene zu werden, indem wir uns auf diesen digitalen Wandel mit Augenmaß einlassen und eine Vision entwickeln. Diese Vision ist dann für uns Richtschnur für ein bedachtes Handeln. Und ich sage ganz klar, bedachtes Handeln. Deswegen, weil wir als verantwortungsvoller Kollektivakteur unseren Weg in dieser Situation kontinuierlich überdenken müssen. Denn diese Transformation, dieser digitale Wandel ist keine Trockenübung oder Simulation, die wir bei Missfallen abbrechen und bei Level 1 neu beginnen können. Wollen wir also diesen digitalen Wandel verantwortungsvoll mitgestalten, so müssen wir uns klar als Change Manager begreifen und empfehlen. Auch empfehlen als Schrittmacher mit Expertise. Von dieser Warte aus betrachtet, bietet die Digitalisierung enormes Potenzial. Das wisst ihr alle. Ein paar Sachen nenne ich gerne. Potenzial für mehr Wertschöpfung in vernetzten Wertschöpfungsketten, Potenzial für innovative Entwicklungs- und Produktionsformate, Potenzial für neue Wirtschaftsmodelle, neue Produkt- und Warenflüsse, für ressourcensparenden und effizienten Energieverbrauch, Potenzial für individuelle, vernetzte, kollaborative sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmerfreundliche Beschäftigungsformen, Potenzial
für flexible und ortsunabhängige Bildungs-, Qualifizierungs- und Forschungsmodelle, Potenzial für gleichwertige Lebensverhältnisse in urbanen Verdichtungsräumen wie in ländlichen Regionen, Potenzial für Wohlstand, für höhere Lebensqualität, für vielfältige Lebensstile und Potenzial für passgenaue Freizeitgestaltung, ebenfalls für medizinische Versorgung, also von der Prävention über die Diagnostik hin zur Therapie und zur Nachsorge, und Potenzial für mannigfaltige künstlerische Ausdrucksformen. Und eins wollen wir nicht vergessen, Potenzial für mehr digitale Teilhabe, bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation. Dafür stehen die Piraten. Zugleich gilt es für uns als verantwortungsbewusste Change Manager, den Verlockungen dieser digitalen Optimierung souverän zu begegnen. Ebenfalls die Wirkungen von Big Data anzusprechen, das Auflösen der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen dienstlichen und privaten Geräten beispielsweise und zwischen dienstlichen und privaten Daten differenziert zu hinterfragen. Radikale Transformationsszenarien allerdings auch kritisch zu befassen, unerwünschte Effekte und Risiken in der vernetzten Welt zu minimieren und einem totalitären Drive zu widerstehen. Dazu setzen wir Piraten auf den Primat der Politik, also eine mutige, gestaltende, gesamtverantwortliche Digitalpolitik. Was bedeutet das? Eine gesamtverantwortliche Digitalpolitik tritt entsprechend für vertrauenswürdige IT-Infrastrukturen ein, für umfassende Netzneutralität, für angemessenen Zugang zur digitalen Kommunikation, für verstärkten Datenschutz, für informationelle Selbstbestimmung. Sie tritt ein für transparente staatliche Prozesse, für Informationsfreiheitsgesetze, für freien Zugang zu öffentlichen Inhalten in Bildung und Forschung auch, für ein digitales Urheberrecht und für umweltschonende Energieerzeugung. Diese Digitalpolitik wendet sich ganz konkret auch gegen etwas. Zum Beispiel gegen bevorrechtigte Daten und Datenpakete, gedrosselte oder gesperrte Inhalte und Dienste, gegen digitalen Souveränitätsverlust, gegen Cybermobbing, gegen anlassloses Ausspähen, Sammeln und Speichern personenbezogener Kommunikationsdaten. So eine Digitalpolitik wendet sich auch gegen freiheitseinschränkende Algorithmisierung, gegen kommerzielles und staatliches Profiling, gegen Kontrolldruck, gegen Überwachungssysteme, gegen Zensurmaßnahmen, gegen Cyberrisiken und gegen Cyberwarfare. Was bedeutet das jetzt für uns Piraten im Detail? Nun, für uns gilt, Förderprogramme für Start-ups und Innovatoren zu unterstützen, zukunftsfähige Qualifikation zu ermöglichen, adäquate Schlüsselkompetenzen auszubilden, nachhaltige Mediennutzung zu fördern, offene Protokolle, Verfahren, Software, Standards und Systeme zu begünstigen. Für uns gilt deswegen auch, Datensicherheit, Privat- und Intimsphäre zu gewährleisten, kritische Infrastrukturen vor Angriffen und Sabotage zu schützen, Cybersecurity festzuschreiben und last but not least kommunale Daseinsvorsorge anzupassen. Wir Piraten haben uns in unserer neunjährigen Parteigeschichte bereits als sogenannte Promotoren, als Treiber des Wandels aufgestellt. Ein paar
Akzente haben wir gesetzt, unter anderem bei der Stärkung der Bürgerrechte, bei der Transparenz des Staatswesens, bei der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen, bei der freien Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von öffentlichen Diensten, bei der Auswertung und Ausweitung der Beteiligungsverfahren, zum Beispiel Open Antrag, bei der Reform des Patent- und Urheberrechts und bei der Förderung von Freifunk und offenem WLAN. Doch obwohl sich unser Gemeinwesen als fortschrittlich begreift, hinken weiterhin Wirtschaft, Bildungssystem, Verwaltung und Politik dem technologischen Fortschritt hinterher. So verlagert sich der Schwerpunkt der Regierungspolitik immer weiter auf Handelsverflechtung, Sicherheitsarchitekturen und Massenüberwachung. Dieser Entwicklung muss eine gesamtverantwortliche Digitalpolitik entgegengesetzt werden. Wir Piraten wollen den digitalen Wandel verantwortungsbewusst politisch mitgestalten. Wir Piraten wollen die Chancen der Digitalisierung in der Breite nutzen, Risiken minimieren und Verwerfungen vermeiden sehen. Wir Piraten wollen uns in den Parlamenten für diese gesamtverantwortliche Digitalpolitik einsetzen. Und deswegen heißt unsere Losung mehr denn je: Klar machen zum Ändern. Danke. Ja, liebe Versammlung, ich schon wieder. Eigentlich sollte jetzt der Bürgermeister, der Erste von Ismaning, sprechen, aber er konnte es bedauerlicherweise nicht einrichten, für uns zu sprechen. Vielleicht wollte er es auch nicht. Naja, wir machen jetzt weiter mit der Tagesordnung. Das heißt, als Erstes gibt es ein wenig Orga-Fu. Und an dieser Stelle würde ich dann gerne an die vorläufige Versammlungsleitung übergeben. Nein, das darf ich nicht. Wir brauchen erstmal eine Versammlungsleitung. Ja, wir brauchen eine Versammlungsleitung. Also, ich würde mich zur Wahl zum Versammlungsleiter stellen, mit dem dementsprechenden Team. Das heißt also Sandra neben mir, Claudia, Thoralf und Bim würden dann mit mir zusammen die Versammlung leiten, wenn ihr das denn möchtet. Ach so, hi, Entschuldigung, ich bin Mike, ja, ich habe es ganz vergessen, ich komme aus Niedersachsen. Also von da oben. Und ich habe schon mal Versammlungsleitung gemacht, auch hier letztes Jahr und woanders. Bekannt aus Funk und Fernsehen? Nein, nicht ganz. Auf dem Bundesparteitag auch. Ja. Okay, Menschen wedeln mit ihren Karten. Ich sehe, ihr wollt abstimmen. Wer ist denn dafür, das Team um Mike als Versammlungsleiter zu bestimmen? Menschen suchen verzweifelt ihre Karten. Okay, ich denke, wir haben hier ein eindeutiges Votum. Mike, du hast den Job. Viel Erfolg. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Danke sagen soll, aber ich sag mal Danke. Wir machen dann gleich weiter mit dem Orga-Fu. Wir brauchen Protokollanten, im besten Fall zwei. Soweit ich weiß, waren welche im Wiki eingetragen. Und zwar, ich komme gerade nicht drauf, Klaus war das, glaube ich, mit... Sie ist ja schon dabei. Ich habe nur den Namen vergessen. Maren, danke. Also Klaus und Maren würden das gerne machen, gemeinschaftlich, soweit ich das verstanden habe. Ich hoffe, die Versammlung hat nichts dagegen. Wenn ihr dafür seid, hebt nochmal eure grüne Karte, damit wir diesen Orga-Fu schnell abhandeln können. Ja, fürs Protokoll. Keine Gegenstimme. Vielen Dank. Für das Protokoll, das ist eigentlich der wichtigste Job auf dieser Veranstaltung. Denen sollte mehr Dank gebühren als allen anderen. So, dann brauchen wir einen Wahlleiter.
oder Wahlleiterin, natürlich, also eine Wahlleitung, um es korrekt auszudrücken. Du möchtest gern Wahlleiter machen? Ich kann aber nur bis Sonntagmittag. Ja. Mauri, mach dir keine Gedanken darum. Komm erstmal nach oben hier oder so. Oder ich meine, wenn ihr wollt, soll der Mauri sich kurz vor. Nein, mach da von unten. So. Ja, das. Ja, dann sehen sich wenigstens alle. Ne, meines Wissens hat er das schon mal gemacht. Ihr entscheidet, das, ob er das kann. Möchtest du noch was sagen oder möchtest du abstimmen lassen? Mag ja noch jemand mit? Mag noch jemand mithelfen? Ja, Wahlhelfer holen wir dir gleich noch dazu. Ja klar, aber wir hatten es letztes Mal ja im Doppelteam gemacht mit dem Andi. Zur Not mache ich es auch gerne alleine. Ja, die Wahlleitung teilen. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Kein Interesse, okay. Mauri macht das auch gerne alleine. Dann kommen wir mal zur Abstimmung. Wer möchte denn, dass er heute Morgen und bis Sonntagmittag die Wahlen für euch leitet? Danach werden wir schon noch eine Möglichkeit finden, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Auch das ohne Gegenstimme, soweit ich sehe. Ansonsten soll die Gegenstimme sich jetzt melden oder für immer still sein. Ja, okay, danke fürs Vertrauen. Ich erzähle dann später ein bisschen was über den Ablauf. Genau, und Wahlhelfer müssen wie immer registriert werden. Wollen wir das jetzt gleich machen? Oder ich würde sagen, die Wahlhelfer suchen wir uns morgen früh. Alles klar, machen wir das später. So, dann kommen die Rechnungsprüfer, am besten immer zwei, Vier-Augen-Prinzip bei der Rechnungsprüfung. Ja, das ist super, da haben wir also Emanuel, die das machen würde. Ja, das ist immer gut, wenn die Kassenprüfer auch die Rechnungsprüfung machen. Dann wissen sie wenigstens ein bisschen mehr Bescheid und können schneller über die Unterlagen gehen. Es hilft wirklich immer, wenn das zwei sind. Vier-Augen-Prinzip ist bei sowas immer. War das ein Melden oder war das ein Grüßen? Das war Melden. Das war doch Melden, oder nicht? Okay. Ich meine das ernst. Komm, einer von euch wird sich doch noch dazu aufraffen. Ah, da haben wir einen zweiten. Steh mal auf. Ihr könnt gerne nach oben kommen und was sagen. Ansonsten würde ich sagen, wir kommen einfach zur Abstimmung und machen das schnell. Seid ihr damit einverstanden, dass die beiden Personen, die gerade stehen, also die gerade richtig stehen, meine ich jetzt genau, das machen? Auch fürs Protokoll ohne Gegenstimme, es sei denn, die Gegenstimme meldet sich. Keine, sehr gut. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über die Tagesordnung. Die werfen wir euch jetzt einmal kurz an den Beamer. Im Grunde genommen ist sie unverändert zu eurer Einladung. Mach mal ein bisschen kleiner, bitte. Das, was ich da jetzt gemacht habe, ist das, was ich als Versammlungsleitung unglücklich finde, nämlich die Tage daraus genommen. Denn vielleicht erschließt es euch nicht, aber wenn da Tage drin sind, dann ist das auch verbindlich. Und diese Verbindlichkeit möchte ich als VL nicht haben. Ich möchte mir da Freiheit bewahren. Lieber Freiheit statt Angst. So, deswegen die Tagesordnung in dieser vorliegenden Form. Möchte dazu jemand noch etwas sagen, Anmerkungen bringen, Änderungen einbringen? Dann laufe er jetzt zum Mikro oder schweige still für immer. Nicht für immer, es gibt noch GO-Anträge auf Tagesordnung, auf Änderung der Tagesordnung, also macht euch kleine Gedanken, auch ich mache manchmal einen Spaß. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung der vorliegenden Tagesordnung. Wer ist dafür, dass wir die in vorliegender Form nehmen? Ich bitte jetzt um eure Handzeichen. Ach so, ich hatte es vielleicht nicht gesagt, ich nehme immer beide Karten gleichzeitig, ich mache nicht hier dafür und dagegen. Ne? Alles klar, gut, dann auch das ohne Gegenstimme. Dann kommen wir zur GO. Wir haben eine GO vorliegen, die kannst du da unten, die Folie. Die ist ein bisschen zu lang, um sie ganz dahin zu stellen. Das ist im Grunde genommen die gleiche GO, mit dem wir zusammen, ich war ja beim letzten Mal auch da, schon gearbeitet haben. Da hat sich eigentlich nichts geändert, aber so wie ich sehe, steht da jemand am Mikrofon, der stören möchte und etwas ändern möchte. Ja. Was möchtest du, bitte? Ja, wir haben einen Bug gefunden. Und zwar in Paragraph 5, Absatz 5, müsste drinstehen, dass eine Mindestanzahl von Stimmen von 50% notwendig ist.
Ja, muss nicht, aber das macht das Ganze einfacher. Viel einfacher. Ja, aber wenn jemand dann mit einer Stimme gewählt wird, fände ich es dann irgendwie ungünstig. Ja, ich sag ja, es muss nicht, aber es macht das einfacher. Ja, also in Absatz 5 steht, werden, du bist schon drüber, nee, jetzt, so. Werden mehrere Ämter gleicher Bezeichnung in einem Wahlgang gewählt, findet eine Akzeptanzwahl statt und so weiter. Gewählt sind die Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Stimmanteile, bis die zu besetzende Zahl der Ämter erreicht ist. So, und da muss noch rein, dass mindestens die Hälfte der Stimmen erreicht werden muss. Nein? Du möchtest auch was dazu sagen? Die Diskussion zur GO ist geöffnet. Ich bin auf dem Piratenparteitag. Ich freue mich. Nein, um die Sache kurz zu machen, es braucht es nicht. Und zwar deswegen, weil in § 5 Absatz 2 die grundsätzlichen Rahmenbedingungen bei der Akzeptanzwahl stehen. Da steht in Satz 2, gewählt ist der Kandidat, welcher die meisten Stimmen und eine absolute Mehrheit der sich nicht enthaltenen Abstimmenden enthält. Das gilt selbstverständlich auch für den Absatz 5. Ja, also damit hätten wir den Klugscheißer-Modus auch erledigt. Er hat recht. Gut, damit gebe ich mich zufrieden. Ja, genau. Da bedanken wir uns auch recht herzlich wieder mal bei meinem JVD, der immer ordentlich zuverlässig klug scheißt auf jeder Veranstaltung, wo ich ihn dabei habe und meistens sogar recht hat. In über 90% der Fällen. Also die GO kennt ihr natürlich, es ist euer Landesverband. Ihr habt die eindeutig lange studiert, bevor ihr hierher gekommen seid auf den Parteitag, weil das ja nun mal wichtig ist. Deswegen kommen wir jetzt zur Abstimmung. Es sei denn, es möchte jemand noch was sagen, dann renne er jetzt zum Mikrofon. Ich sehe niemanden laufen. Wir stimmen über die GO in vorliegender Fassung ab. Wer ist dafür, dass wir die GO so verwenden? Ja, das ist jetzt ohne Gegenstimme fürs Protokoll. Wir kommen dann zu Top 3, das heißt eigentlich Tätigkeitsbericht des Vorstandes inklusive Aussprache, denn nur der Schatzmeister liefert einen Rechenschaftsbericht ab. Ich muss auch mal klugscheißern. Da, also Licht, kriegen wir ein bisschen Licht hin für die Leute im Saal. Sie sagen, sie können ihre Laptops nicht sehen. Es sind halt auch alte Laptops dabei, da kann man die Bildschirmhelligkeit nicht so hochstellen. Wir nehmen Rücksicht auch auf Minderheiten. So, vielen Dank dafür. Dann hat der amtierende Vorstand jetzt erstmal in der Reihenfolge, die Sie sich selbst untereinander gegeben haben, die Möglichkeit, einen Tätigkeitsbericht abzuliefern und der Schatzmeister hat die Möglichkeit, den Rechenschaftsbericht abzuliefern. Ja, ich sehe schon, es bewegen sich Menschen zur Bühne. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal alle Tätigkeitsberichte und würden dann eine Aussprache machen mit allen gleichzeitig und den Rechenschaftsbericht und den Schatzmeister dann gesondert. Es sei denn, ihr seid anderer Meinung. Gegenstimmen, auch dabei dürft ihr immer die Karte heben, ich nehme Rücksicht auf euch. Dann würde ich dieses Verfahren vorschlagen. Du hast das Wort, viel Spaß. Danke. Wir werden nachher noch gemeinsam was zum Thema Ordnungsmaßnahmen sagen. Ja, in der zurückliegenden Amtszeit gab es endlich mal mehr Politik als vorher. Ja, endlich. Ich habe diverse Male den Landtag besucht, leider nicht als Abgeordnete, sondern nur auf Terminen von Parteien, Stiftungen und so weiter, die im Landtag stattgefunden haben. Dabei ging es um Themen wie Datenschutz, Big Data, Journalismus im digitalen Zeitalter. Ich habe Fragen gestellt und manchmal habe ich auch Antworten bekommen. Ich habe verschiedentlich im vergangenen Jahr auf Demonstrationen zu unseren Themen gesprochen. Das Glanzlicht dabei war sicher die Stopp-TTIP-Demo im April, wo ich tatsächlich vor 20.000 Leuten gesprochen habe. Das ist schon eine Nummer. Reden halten gehört zum Handwerkszeug einer Vorsitzenden. Inzwischen habe ich auch einen kleinen Rhetorikkurs gemacht. Ich hoffe, es nützt was.
Die erste Feuerprobe für diesen Kurs oder für die Ergebnisse dieses Kurses gab es dann gleich auf dem Bundesparteitag Ende Juli in Würzburg, wo ich die Eröffnungsrede gehalten habe. Ja, die typischen Events im Jahresverlauf, das Dreikönigstreffen, piratischer Aschermittwoch, Parteitage und viel, viel Tagesgeschäft. Meistens nicht so besonders aufregend, aber aufregend geht immer. Ja, in vielerlei Hinsicht ist der Landesvorstand leider inzwischen zum Selbstversorger geworden. Wesentliche Teile der Pressearbeit und fast die gesamte Social-Media-Arbeit liegen inzwischen bei uns, auch die Programmarbeit leider. Das wird allerdings besser, nur leider viel, viel zu langsam. Was war sonst so? Wir hatten eine sehr schöne Sicherheitskonferenz, wir werden wieder eine haben. Wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen für den Netzkongress im November. Und natürlich das bereits erwähnte Klinkenputzen im Landtag und zu anderen Gelegenheiten. Ich habe Texte geschrieben, ich habe Interviews gegeben, ich habe Pressemitteilungen mitverfasst. 20 bis 40 Wochenstunden kommen da locker zusammen. Wer sich auf ein Vorstandsamt einlässt und meint, er müsste da nicht viel tun, nein. Leider ist immer noch das Wenigste von dem, was wir tun, tatsächlich öffentlichkeitswirksam. Bei manchen Sachen muss man tatsächlich sagen, glücklicherweise. Ja, was sonst? Ich habe auf Bundesebene meinen Weg in die SG-Gestaltung gefunden, dadurch, dass wir die Social-Media-Kanäle selber bespielen und war auf dem sogenannten Design-Wochenende dabei. Ein Ergebnis könnt ihr tatsächlich sehen, das ist dieses, naja, Abdecktuch, diese hübsche Gardine, die den Tisch der VL verschönert, hoffentlich. Über das Logo reden wir möglicherweise an diesem Wochenende noch. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, allerdings nicht für heute. Es gibt dort eine erstellte Vorlage, wo man diese Kampagnendesigns für Social Media dann inzwischen selber erstellen kann. Das ist, allmählich kommt es jetzt aus der Beta-Testphase raus. Das heißt, in Zukunft kann dann jeder von euch, der in der Lage ist, ein GIMP zu bedienen, diese Motive auch gestalten. Wir haben mehrere Kampagnen gehabt auf Social Media, zum Beispiel die Kampagne Keine Märchen. Der eine oder andere wird es vielleicht gesehen haben auf Twitter, Facebook und Google+. Die Kampagne Überwachung macht keine Ferien wurde durch das Thema Flüchtlinge erstmal ins Abseits gestellt. Aber mit sowas muss man leider immer rechnen. Wenn man eine Kampagne macht, kann es sein, dass das Thema von den Ereignissen der Weltgeschichte überholt wird. Ich habe in den letzten Tagen verschiedentlich gehört, dass es Menschen gibt, die unzufrieden sind mit der politischen Arbeit des Landesvorstands. Meine Forderung an die Kritiker, redet mit uns und nicht über uns. Redet mit uns über Themen, die euch umtreiben. Wir können dann das versuchen, dass wir das gemeinsam umsetzen können. Wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was. Und ich habe auch oft das Gefühl, manche Leute sehen Vorstandsarbeit ein bisschen wie Fernsehen. Ich schalte den Vorstand ein, wow, schon wieder eine Wiederholung, wow, langweilig, abschalten. Ich gehe jetzt ein Bier trinken. Aber es ist die Aufgabe von uns allen, die Themen, die uns am Herzen liegen, voranzutreiben und vor allen Dingen unsere Themen sichtbar zu machen und unsere Position dazu. Und damit kommen wir eigentlich schon zum Kern. Wir Piraten arbeiten daran, politisch wieder sichtbar zu werden. Das ist auch das Anliegen des Vorstands gewesen. Es ist uns nicht immer gelungen, aber es ist ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Wir sollten uns auch nicht mehr überholen lassen. Das kann aber nur passieren, wenn wir Themen haben und wenn wir Dinge tun, die tatsächlich einen Nachrichtenwert liefern. Wir müssen Politik machen. Was zum Beispiel gut war, da wird David später sicher noch drüber sprechen, die Visualisierung der öffentlichen Haushalte. Aber das reicht einfach nicht. Wir sind nicht nur die Haushaltsvisualisierer. Wir müssen einfach an der Stelle mehr Druck machen. Politisch vertreten kann ich als Vorsitzende aber nur das, was ihr mir mit auf den Weg gebt. Also her mit den Inhalten und her mit eurer Mitarbeit. Ihr müsst auch sichtbar werden. Wir haben irgendwann auch mal wieder Landtagswahlen und niemand wählt Unsichtbare. Also lasst uns sichtbar werden und ich übergebe jetzt an Astrid. Ja, Herr Löhle. Mein Problem ist, mein Text ist weg, ich weiß nicht wohin.
Aber das Grobe habe ich auf jeden Fall hier. Zunächst mal schließe ich mich meiner Vorrednerin aber sehr an, denn Niki hat recht, ohne euch geht gar nichts. Das ist genau das, was ich auch gemerkt habe mit meinen ja doch leicht verträumten Ideen, mit denen ich angetreten bin. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich stand letztes Jahr auf der Bühne da in Regensburg und habe gesagt, ich möchte Strukturen erarbeiten. Ich möchte das Wiki aufräumen. Ja, das kann ich nicht alleine. Und das ist das Problem. Ich war aber relativ alleine, speziell mit diesen Anliegen. Wir haben jeden zweiten Donnerstag vor den Landesvorstandssitzungen die Sitzung der Presse und der politischen Geschäftsführer. Wir haben so oft allein da gesessen. Und ich frage mich wirklich, warum das sein muss. Ich möchte euch herzhaft bitten, in Zukunft an der Stelle wesentlich mehr zu tun und wesentlich mehr da und präsent zu sein. Ein Vorstand kann nicht alleine arbeiten. Wofür ich mich bei euch entschuldigen muss, ist die Sache mit dem BEO. Ich habe versucht, das hinzukriegen, dass ein BEO-Tool, Magnus hat das ja fertig gemacht, dann auch tatsächlich etabliert werden kann, allein es scheiterte an der Kommunikation. Ich habe dann irgendwann mal erfahren, dass die Entwicklung eingestellt worden ist, weil es zu lange dauert, weil. Mit mir gesprochen hat man dann natürlich nicht mehr. Auch das gehört zu den Dingen, wo ich mich bei Niki anschließe. Redet bitte nicht über uns, redet mit uns. Kommunikationskanäle sind doch da. So, ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal Tschüss, weil ich trete ja nicht mehr an, aus Gründen. Ich hoffe sehr, ihr wählt wieder ein gutes Team zusammen und ich hoffe noch mehr, dass ihr dieses Team dann im kommenden Jahr deutlich mehr unterstützt, als das bisher der Fall war. Dankeschön. Ich habe gerade gehört, dass es heute blockweise geht. Das heißt also, es ist jetzt an mir, noch ein paar Sachen zum Geschäftsbereich politische Geschäftsführung zu sagen. Dann kommt David ans Mikrofon und danach dann Klaus als Schatzmeister. Ihr werdet gleich eingeblendet sehen einen Link. Das ist die Schriftform dessen, was ich hier nur zusammenfassend euch erkläre. Ihr wisst, in Regensburg vor einem Jahr wurde der Geschäftsbereich in zwei Zweige geteilt. Einen Zweig, der die Strategie vorantreiben sollte und einen Zweig, der für das operative, also das Tagesgeschäft verantwortlich zeichnet. Insgesamt liegt hinter uns parteipolitisch gesehen ein Jahr der Stabilisierung. Für den Bayerischen Landesvorstand gehören dazu im Wesentlichen 7 Fortschritte. Erstens eine fortdauernde und verlässliche Kooperation unter den Landesvorständen und insbesondere mit dem Bundesvorstand. Zweitens ein Stabilisierungskurs für die Gesamtpartei, und zwar bei den Finanzen und in der Verwaltung. Drittens ein Konsolidierungskurs für die Gesamtpartei beim Koordinierungskonzept Corporate Communications und dem Orientierungskonzept Corporate Identity. Viertens eine Ertüchtigung der vernetzten und anderweitigen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dann als 5. Punkt könnte ich hier anfügen eine sachliche Diskussionskultur. Sechstens ein stärkeres Social Media Management, das heißt also Kampagnenführung über zum Beispiel Twitter. Und last but not least, siebtens also eine konsistente Förderung bayerischer Piratenschulungen und Tagungen.
Ich habe jetzt mal so einen Viererschritt vorgenommen, und zwar Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken zusammengefasst, ausführlich, wie gesagt, unter dem Link, der eingeblendet ist. Hier gehe ich nur auf ein paar Punkte ein. Ich fange mal mit den Stärken an. Also die politische Geschäftsführung hat 5 Fortschritte vorzuweisen. Das ist einmal die Verzahnung, also die SG Presse Bayern, das Team PolGF Bayern und das SG Social Media Management Team Bayern. Sie hatten gemeinsame 2-wöchentliche Mumble-Sitzungen. Wir haben gerade schon gehört, die waren allerdings recht schwach besucht, insbesondere zum Ende der Amtszeit hin. Wir haben vertieft, nämlich beim Team PolGF Bund, die wöchentlichen Sitzungen mit ausführlichen Berichten zu der Situation in Bayern. Auch vertieft haben wir die Zusammenarbeit mit der SG Presse Bund. Heute nennt sie sich Bundes-PR. Das auch wöchentlich. Eine weitere Vertiefung hat die Zusammenarbeit mit der SG Innerparteiliche Bildung erfahren. Und eine Unterstützung haben wir ebenfalls geleistet für Piraten, die nicht zum Bayerischen Landesverband gehören, zum Beispiel bei den Piraten in Bremen. Der Geschäftsbereich hat damit erneut einen entscheidenden Beitrag geleistet für den unbehinderten und kontinuierlichen Informationsaustausch. Der Geschäftsbereich hat ebenfalls politisch-inhaltlich fokussiert unterstützt, zum Beispiel bei der Jahresplanung 2015, bei der Kooperation beim Volksbegehren, bei der Kontaktpflege unter anderem zu den Landtagsparteien, wo Niki und ich etwa auch des Öfteren zugegen waren. Bei den Hauptthemen TTIP, CETA, TISA, NSA, BND, FSA, Spionage, Datenschutz, Cyber Security, Pegida oder Flüchtlinge. Der Geschäftsbereich hat dabei 3 Prioritäten gesetzt, und zwar im strategischen Zweig lag der Schwerpunkt in der Kooperation mit den anderen Landesverbänden und dem Bundesverband. Ich darf behaupten, das ist derzeit sehr flüssig und gut. Im operativen Zweig lag der Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit, sprich in der Pflege der Social-Media-Kanäle und der Aufbereitung öffentlicher Haushalte. Der Geschäftsbereich hat fachlich auch gezielt mitgewirkt. Wo überall, könnt ihr nachlesen, das ist eine ziemliche Latte. Der Geschäftsbereich hat in Kooperation mit dem Team PolGF Bund und dem BUFO an bundesweiten Kampagnen strategisch und operativ mitgewirkt. Da wäre zu nennen zum Beispiel Aufrecht bestehen oder Freifunk und offenes WLAN, auch die Fragen an die MdB, also die TTIP-Kampagne im Februar 2015 oder beispielsweise die Großdemonstration Glücklich ohne Überwachung. Und der Geschäftsbereich hat an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen teilgenommen. Das jetzt hier aufzuführen, würde wirklich den Rahmen sprengen. Etwas zu den Schwächen. Wir haben weiterhin 3 wesentliche Schwächen. Das sind einmal die Parteistrukturen, dann die Mitgliederzahlen und am Ende auch die Politikfähigkeit. Wir werden sicherlich entweder in der Aussprache oder morgen noch zu allen 3 Punkten Dinge hören und sagen. Wir haben auch Risiken. 3 kann ich nennen. Die Themenübernahme durch andere Parteien wirkt fort. Das heißt also, die CSU alleine hat es vermocht, genauso wie die Oppositionsparteien SPD und Bündnis 90 die Grünen, Teilaspekte der Digitalpolitik zu besetzen. Also bei der CSU beispielsweise ist es so, dass sie sich erfolgreich positioniert hat mit ihrer Digitalisierungsstrategie für Bayern. Alles, was daran hängt, an dem Programm Bayern Digital und so weiter. Da steckt natürlich auch eine Menge Geld dahinter, das quasi mit der Gießkanne verteilt wird auf ganz Bayern. Da können die Piraten aus Gründen nicht mithalten. Die SPD stärkt mit dem Programmprozess Digital Leben ihr Profil in der Netzpolitik. Und die Bündnisgrünen betonen im Moment den Bildungsaspekt in der Netzpolitik. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, das sind Teilaspekte. Gesamtverantwortlich nenne ich das nicht.
Es gibt auch eine Vereinnahmung durch andere. Das heißt also, wir haben bislang aus Gründen auch hier wieder hauptsächlich Agenda-Surfing betreiben müssen. Hier gilt es, die Vereinnahmung durch konkurrierende Parteien und die damit verbundene Fremdbestimmung zu beenden. Wo Piraten mitmachen, wo Piraten beteiligt sind, entweder an Aktionen oder auch finanziell, da muss ganz klar draufstehen, Piratenpartei. Und es gibt eine Überforderung unserer Piraten wegen der knappen Ressourcen. Wir haben aber links auch Chancen. Die Piraten haben Ende Mai 2015 in einer parteiweiten Umfrage zur politischen Ausrichtung bis zur Bundestagswahl, wir haben es gerade gehört, 3 wichtige Themen als ihre Top-Themen gewählt. Das ist Privatschutz, Privatsphäre und Datenschutz, Transparenz des Staatswesens und mehr Demokratie wagen. Und genau bei diesen Themen haben wir auch im Geschäftsbereich die Schwerpunkte gesetzt. Da gibt es nämlich laufende Projekte, etwa die FSA-Demonstration Stopp den Überwachungswahn am 10.10., Bundeskampagne Themenwoche, die wir einführen, Netzpolitikkongress mit Bayern-Plenum, den wir durchführen werden, Mitte, Ende November. Dann haben wir noch andere Sachen, die ich hier gar nicht erst vortragen möchte, lest die bitte nach. Aber 3 Großprojekte werden den nächsten Landesvorstand, den ihr wählt, bestimmen. Das ist einmal die Bundeskampagne, die Themenwoche, die wird quartalsweise ab jetzt durchgeführt. Sie stärkt quasi unser Profil innerparteilich und nach außen. Wir starten mit dem ersten Thema Open Antrag. Dazu wird es Mumbles geben, wo sich jeder beteiligen kann. Und wenn ein Kreisvorstand beispielsweise nach außen gehen möchte, kann er diese Themenwoche auch dazu nutzen, spezielle Veranstaltungen in der Öffentlichkeit anzubieten. Als nächstes, ich habe es gerade schon erwähnt, den Netzpolitik-Kongress, das stärken wir unser Profil. Dieser Kongress wird den Namen haben Hart am Wind, sind wir auf Kurs im digitalen Zeitalter, und er wird zusammen mit dem Bayern-Plenum durchgeführt im Bauzentrum München. Im nächsten Jahr, und wir sind jetzt schon dabei, das alles vorzubereiten, wird es ein Highlight geben, nämlich die Piraten-Sicherheitskonferenz 2016, neue Horizonte in der Sicherheitspolitik. Diese Sicherheitskonferenz wird erstmals mit der Münchner Sicherheitskonferenz zusammen stattfinden. Wir sind allerdings 2 Tage vorgeschaltet. An dieser Stelle gilt mein Dank sowieso allen, die sich nach innen und nach außen engagieren für die Piratenpartei. Ebenfalls dem 9. Bayerischen Landesvorstand für die gemeinsam geleistete Arbeit und die sachdienlichen Diskussionen, die wir hatten, und aber auch für die nach vorne gerichtete Perspektive für Bayern. Ich wünsche dem nächsten Landesvorstand gutes Gelingen bei der inhaltlichen Ausgestaltung einer gesamtverantwortlichen Digitalpolitik sowie der Vorbereitung auf die Landtagswahlen und die Bundestagswahl. Das wird ein schweres Stück Arbeit werden. Vielen Dank. So, hallo Piraten. Nachdem Olaf so ausführlich berichtet hat, ist jetzt mein Handy auch leer und damit meine Stichpunkte weg. So, einmal mit Profis, genau. Ja, ich habe den Geschäftsbereich politische Geschäftsführung, habe ich den Olaf unterstützt als stellvertretender politischer Geschäftsführer. Den operativen Teil, ja, was heißt operativer Teil? Ja, war ganz häufig Tagesgeschäft. Das Tagesgeschäft könnt ihr euch gerne so vorstellen, dass wir versuchen, diesen Landesverband sowohl von der Verwaltung wie auch von der Politik am Leben zu erhalten bzw. zu vertreten.
Das sind diverse Geschichten, viel Verwaltung. Da haben natürlich die Verwaltungspiraten deutlich mehr gemacht. Das sind politische Anfragen, es sind Anfragen Richtung Bündnissen, Partnerschaften. Aber politisches Tagesgeschäft ist auch leider die innerparteiliche Ordnung durchzuziehen beziehungsweise uns mit Ordnungsmaßnahmen zu beschäftigen. So, ich habe es immer mal zusammengerechnet, das ganze politische Tagesgeschäft, dazu fallen auch vorbereitende Sitzungen, also jetzt nicht nur die 14-tägige Landesvorstandssitzung, sondern wir treffen uns einmal die Woche zu Arbeitssitzungen, die dauern so in der Regel 2 Stunden. Summa summarum kamen bei mir jedenfalls so roundabout 200 Stunden in dem letzten Jahr dazu. Ich denke, das ist ganz ordentlich. Kommen wir zu den politischen Themen. Politische Themen, ich habe etwas bei der Sicherheitskonferenz, wurde schon erwähnt, mitgeholfen, wie der ganze Vorstand. Da gehört aber der Dank tatsächlich erstmal auch ganz herzlich an Alex, der das ganze Ding angestoßen hat, der das ganze Ding auch versucht hat, entsprechend durchzuziehen. War eine super Arbeit und ich denke, es ist ein Riesenerfolg für die Piraten, dass wir nächstes Jahr tatsächlich bei der großen Schwester Sicherheitskonferenz in München mit dabei sind. Lasst mich mal kurz spicken. Ah, sehr gut, danke. Ich habe Strom. Sag ja, einmal mit Profis. Jetzt muss ich das ganze Thema nur noch finden. Das ist ja das Piratenpad und Mobile, ja. Gut, zweite politische Schwerpunkt in der Arbeit war Social Media bzw. die Pressearbeit. Ich habe bei Social Media, bei den Kampagnen versucht, Marion, die das hauptsächlich verantwortet hat, zu unterstützen, wo es ging. Da einen ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben für unsere Verhältnisse sehr, sehr erfolgreich gearbeitet und da war ganz, ganz viel Arbeit bei Marion dabei. Vielen, vielen Dank dir. Bei der Pressearbeit, wir haben uns dieses Jahr sehr stark darauf konzentriert, eben Richtung Social Media zu gehen. Nichtsdestotrotz haben wir zahllose Pressemeldungen lanciert. Wir haben die Webseite bespielt mit Inhalten. Da gilt mein ganz herzlicher Dank unserer Pressebeauftragten, der Nadine, sitzt da hinten und macht schon wieder Pressemappen und wirkt sehr ruhig im Hintergrund. Vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr viel Arbeit. Ja, und dann, Niki hat es schon angesprochen, ein Teil meiner politischen Arbeit, der nicht unwesentlich war, war die Visualisierung der öffentlichen Haushalte. Wir haben es geschafft, bisher als Vorstand, beziehungsweise ich als operatives oder ausführendes Glied, 14 Haushalte mittlerweile auch über die bayerischen Grenzen hinweg zu visualisieren und zwar so aufzubereiten, dass es die Menschen verstehen und nachvollziehen können. Offensichtlich können es die anderen Parteien nicht. Es ist Transparenz, aber die können es immer noch nicht. Obwohl sie an der Quelle sitzen, obwohl sie in den Parlamenten sitzen, braucht es da Piraten dafür, dass wir das ganze Thema verständlich darstellen. Und es muss verständlich dargestellt werden. Ein schönes Beispiel war der bayerische Landeshaushalt, der Doppelhaushalt 14-15. Bei der Aufbereitung sind uns kleine, unwesentliche Fehler in der Ergebnisrechnung im Haushalt, in diesem Doppelhaushalt aufgefallen. So Kleinigkeiten wie fehlende 22 Millionen in den Einzelpositionen der Uni in Bayreuth. Der Kommentar vom bayerischen Staatsministerium dazu war, die Piraten rechnen falsch, wir werden eine Pressemeldung dazu rausgeben, um zu zeigen, wo unsere Fehler sind. Auf diese Pressemeldung warte ich heute noch. Und genau da liegt das Problem, Transparenz hört bei den anderen Parteien dabei auf, dass ein PDF irgendwo auf irgendwelche Webseiten versteckt publizieren. Das ist keine Transparenz,
solange niemand diese Zahlen nachvollziehen kann und offensichtlich noch nicht mal nachrechnen kann. Deswegen werden wir da auch im nächsten Jahr weitermachen und auch unsere kommunalen Mandatsträger dabei unterstützen. Danke. Und als letzten Punkt, das war jetzt in den letzten 2 Monaten, haben wir mit Niki zusammen einen Leitantrag erstellt. Dietmar hat uns noch im Verkehrsbereich als verkehrspolitischer Beauftragter unterstützt. Haben wir zusammen Programmarbeit gemacht. Ich muss ehrlich zugeben, ich hätte mir gewünscht, dass da mehr von euch kommt. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin etwas enttäuscht, aber gut, es ist so. Wir können es zu diesem Parteitag nicht ändern, aber wir werden es hoffentlich im kommenden Jahr ändern. Dazu werden wir, denke ich, auch dann morgen noch was sagen oder ich was dazu sagen. Wir brauchen Positionen, wir brauchen Programm, wir müssen sichtbar werden. Und zwar in unseren Kernthemen, aber wenn jemand andere Themen beackern will, kommt's, baut's Themen, baut's Programmanträge, wir sind dafür jeden Antrag dankbar. Als letzten Punkt, und den habe ich mir jetzt ein bisschen aufgespart, wir haben hauptsächlich durch mich getriggert und da übernehme ich die Verantwortung im Vorstand dafür, wir haben die BeiMISC beerdigt in diesem Jahr, wir haben diese unsägliche Plattform, die dazu gedient hat, einigen wenigen ihre Trollleidenschaft zu frönen, abgeschafft und durch ein Diskussionsforum, das webbasiert ist, das sich nennt Diskurs, ersetzt und siehe da, nicht der überwiegende, 99% der Beiträge ist produktiv, höflich und zivilisiert. Und so funktioniert Politik. Politik funktioniert nicht damit, dass ich andere Leute ankacke, dass ich andere Leute beleidige und andere Leute in unsäglicher Weise beschimpfe. Die Menschen, die das machen wollen, sind offensichtlich nicht bereit gewesen, zu dieser neuen Plattform zu wechseln. Ich muss ehrlich sagen, das finde ich nicht schade. Ich würde gerne von euch vielleicht dann in der Aussprache eure Meinung dann noch zu dem Thema Diskurs hören. Ja, das im Kurzen und Ganzen zu meiner Arbeit in diesem Jahr. Vielen Dank. Ich möchte mich vor allem bei meinen Kollegen bedanken. Es war mir eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Es war jederzeit kollegial, auch wenn es nach außen so aussieht, als wären wir immer nur einer Meinung. Nein, das ist nicht so. Wir debattieren sehr häufig, aber wir haben es geschafft, ein Vertrauen aufzubauen, dass wir danach vertrauensvoll und mit einer Stimme sprechen können. Vielen Dank. Und es ist ja nicht so, dass kein Mensch in dieser Partei arbeitet. Es gibt immer noch viele, viele Freiwillige, viele, viele Menschen, die in dieser Partei arbeiten. Jeden Einzelnen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch den Hintern für diese Partei aufgerissen habt. Nur mit euch funktioniert es, nicht mit einem 8er, 9er, 7er Vorstand, sondern mit euch als Mitgliedern. Danke, danke, danke. Ach, und übrigens, Olaf hat vor dem Verwaltungsteil bzw. dem Schatzmeisterteil Marian vergessen, das war sicherlich nur ein Versehen. So, der Alex hat sich irgendwann mal einen jüngeren Vorstand gewünscht, aber noch hat er ihn nicht bekommen. Ihr habt jetzt ein bisschen schon was gehört von wegen Social Media und nachdem wir doch ein bisschen mehr Zeit haben als sonst, wollte ich euch das ein bisschen ausführen. In dieser Amtsperiode war der Augenmerk auf Social Media noch stärker als im vergangenen Jahr. Und dies war dem erfreulichen Umstand geschuldet, dass wir gesehen haben, es funktioniert. Die konsequente Bespielung der Seiten, insbesondere mit eigenen Kampagnen, haben zum Teil sehr große Aufmerksamkeit gebracht. Der Tag, an dem ein Post von uns auf Facebook zum ersten Mal über 10.000 Euro erreichte Reichweite brachte, und zwar ohne bezahlte, und dann irgendwann bei 33.000 erreichten Personen endete, war ein kleines Fest für uns. Bei unseren Seiten habe ich sowohl Twitter, die Facebook-Seite, als auch die Facebook-LV, die Facebook-Gruppe, das ist so eine kleine Art Fangruppe, wir haben die tatsächlich, als auch die Facebook-LV-Seite so weit wie möglich täglich im Blick.
Zu den Kanälen, die ich mitbetreute, gehört die Homepage selbst, das Vorstandsportal, Twitter, Google+, die Facebook-LV-Seite, die Facebook-Piratenpartei-Fangruppe und die Facebook-Admin-Gruppe. Bei Twitter und Facebook habe ich betreut mit halbem Auge auch noch die Accounts des KV München. Bei diesen Seiten gilt es hauptsächlich, sie mit Inhalten zu bespielen, auf Fragen zu antworten, als auch Kommentare freizuschalten bzw. sie zu löschen. In den Löschprozess des KV Münchens bin ich allerdings nicht mit eingebaut, das machen die selbst. Bei den LV-Seiten gilt das Prozedere des Vier-Augen-Prinzips, es sei denn, es ist etwas ganz zweifelsfrei als Pornospam, Rassismus oder was auch immer da diesbezüglich erkennbar. Gerade wenn wir auf Artikel verlinken oder eben selbst verfasst haben, die zur Ausländerfeindlichkeit auch nur animieren könnten, ist es wichtig, dass an diesen Tagen auch Leute Zeit und Möglichkeit haben, entsprechende Kommentare zu löschen. Das kommt bei uns Gott sei Dank in Bayern recht wenig vor, der Bund klagt da mehr. Nicht immer können wir eigene Inhalte verlinken, da gilt es dann in Interaktion mit anderen Gliederungen zu treten, deswegen war auch diese Admin-Gruppe ursprünglich geplant. Wir tauschen uns dort über Strategien aus, wir sagen, wenn wir was haben, wir bitten darum zu teilen, geben auch mitunter ein kleines Feedback, gerade wenn die Autoren noch dabei sind, wie stark was für Zugriffszahlen wir auf den diversen Seiten haben. Ein zusätzlicher Punkt in meiner Vorstandsarbeit kam dieses Jahr neu hinzu, und zwar das Thema Schulung. Dazu haben wir mittlerweile einen Pool an Adressen und Institutionen, wo wir mit unseren finanziellen Mitteln auch unsere eigenen Parteimitglieder schulen könnten. Zu diesem Zweck gibt es wohl Richtlinien für die Genehmigung als auch ein Budget. Bisher haben 5 Mitglieder diese Gelegenheit in Anspruch genommen, davon 2 vom Vorstand, das waren Niki und ich. Grundsätzlich wollen wir diese Schulung auch dann weiter nutzen, um das erworbene Wissen weiterzutragen, und zwar an andere Parteimitglieder. Und eine entsprechende Diskussion auf Diskurs führte bereits dazu, dass wir jetzt nun einen Pool an Mitgliedern haben, die alles Mögliche bereitstellen würden, bis hin ins Private. Ich glaube, Gitarre spielen hätten wir auch. Parteiinterne Schulungen sind im Bereich Social Media als auch in der Verwaltung bereits angelaufen und fanden auch schon statt. Wir haben da testweise die Plattform Open Meeting ausprobiert. Die Diskussion und das Angebot zu den Schulungen hat mittlerweile einen Bekanntheitsgrad über Bayern hinaus gefunden. Wir werden regelmäßig von anderen LVs angefragt. Das war jetzt mein Teil zu dem Social Media und den Schulungen. Ich möchte noch was zum Münchner Hauptbahnhof sagen. Ich war dort 3 Tage, als die ersten Flüchtlinge kamen. Ich hatte keine Ahnung, was dort passieren würde. Und warum ich das heute erwähnen möchte, hat 2 Gründe. Neben ganz normalem Anpacken habe ich vor Ort getwittert. Und natürlich nicht nur ich. Twitter und Facebook spielen rund um das Thema Flüchtlinge in Deutschland eine große Rolle. Sowohl was ich sah, als auch was ich fühlte und ganz besonders was vor Ort gebraucht wurde, habe ich getwittert. Es fand überdimensional großen Anklang und das ist auch der Grund, warum ich es erwähne. Als aktiver Pirat, der twittert, wurde ich natürlich auch von Piraten retweetet. Aber eben nicht nur von Piraten, wenngleich meine erste Verbreitungsrelle wohl hauptsächlich von Piraten ausging. Durch die enorme Reichweite im Ganzen war es möglich, mitzuhelfen, dass Spielzeug, Lebensmittel und so weiter zum Hauptbahnhof gebracht wurden. Es war möglich zu zeigen, dass Menschen vor Ort und die Piraten und Nicht-Piraten im Netz sich eine andere Willkommenskultur wünschen, als uns diese Regierung vorgelebt hat. Was ich damit betonen möchte, wenn wir wollen, können wir Piraten durchaus die Herrschaft über den Hashtag haben. Wir müssen es nur wollen. Wir können nämlich die Ziele erreichen, die uns am Herzen liegen. Einen Blick in unser Grundsatzprogramm, und das ist jetzt keine Gegenrede zur SECOR, das sind einfach nur die aktuellen Ereignisse. Ein Blick in unser Grundsatzprogramm zeigt sehr deutlich unsere Einstellung zu Asyl und Migration. Und in diesen Tagen
konnten und können wir es praktisch leben. Denn zum Teil mag es vielleicht Parteipolitik sein, aber in unserem Fall ist das doch nichts Schlechtes. Denn nur wenn die Welt weiß, dass es uns gibt, nur dann haben wir auch eine Chance, sie zu verändern. Versteht mich nicht falsch, der Dank gebührt denen, die die Dinge praktisch brachten und die die Dinge vor Ort taten, die Freifunk beispielsweise installierten. Doch um helfen zu können, müssen die Leute auch erst mal wissen, wo Hilfe gebraucht wird und was sie tun können. Und von den Leuten, die vor Ort geholfen haben, sind auch immer mal wieder Piraten. Ich werde nie den epischen Augenblick vergessen, wo ein Pirat hinter einer Gesichtsmaske murmelte in unsere Richtung: Ich muss noch meinen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Und uns als Piraten zeigen, bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Ich habe in diesen Tagen am Hauptbahnhof auch diesen Sticker getragen. Für mich war es jetzt nicht zwingend nur als Parteiwerbung gedacht, sondern als Symbol. Man sieht ihn nur aus nächster Nähe, also nur Leute, mit denen ich sprach, mit denen ich Wasser und Windeln geschleppt habe, nur die konnten ihn sehen. Mein Wunsch ist, dass Menschen, die Piratensymbole an anderen Menschen sehen, dass sie bei dem Träger wissen, dass er sie nicht ausschließen will. Nicht von Bildung, nicht von Nahrung, nicht von Informationen, nicht vom Internet, nicht von der Kommunikation und vor allem nicht vor Schutz und Menschenwürde. Steht ja Gensek. Ja, Klaus zuerst. Jo, nee, das hat einen ganz einfachen Grund. Also die Politikteile haben wir jetzt einzeln gemacht, da hat jeder seinen eigenen Tätigkeitsbericht vorgestellt. Wir hatten uns entschieden, für die Verwaltung das gemeinsam im Block zu machen, weil wir sowieso alles im Team gemacht haben. Also es hätte gar keinen Sinn, wenn jetzt hier jeder einzeln seine Sachen erzählt, das würde dann alles nur 3-4 Mal erzählt werden. Wir haben wirklich in der gesamten Verwaltung alles im Team gemacht. Und was wir auch im Team gemacht haben als Gesamtvorstand, das waren die Behandlung von Ordnungsmaßnahmen, Schiedsgerichtsverfahren und eben auch ein Verfahren vom Amtsgericht in Landshut. Dazu will ich jetzt ein klein bisschen was noch erzählen und dann kommt der Teil für die Verwaltung. Also dieser Teil ist jetzt für den Vorstand als Ganzes. Da hat auch niemand irgendwelche einzelnen Entscheidungen getroffen, das waren immer komplett Entscheidungen des Vorstands als Ganzes in allen Schiedsgerichtsverfahren. Ja, das hat uns einen großen Teil unserer Arbeitszeit in Anspruch genommen in dieser letzten Amtsperiode. Ich habe mal nachgezählt, wir haben Verfahren gehabt oder ein Verfahren anhängig vom Landesschiedsgericht Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und die Niedersachsen und am Bundesschiedsgericht hatten wir auch ein paar Verfahren. Wenn man die ganzen Aktenzeichen zu all diesen Verfahren zusammenzählt, dann kommt man auf 34 Aktenzeichen. Das sind nicht 34 Verfahren, aber es sind 34 Aktenzeichen in so und so vielen Verfahren. Wie viele Stellungnahmen dazu geschrieben werden mussten, ich habe mal versucht anzufangen, das zu zählen, aber ich habe es dann bleiben lassen. Es würde so viel Zeit kosten. Dieser ganze Mist hat sowieso so viel Zeit gekostet. Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, da noch die Anzahl zusammenzuzählen. Alle diese Verfahren, wirklich alle ausnahmslos, hatten nur zu tun mit Dingen aus dem Bezirksverband Niederbayern und einem ehemaligen KV aus diesem Bereich. Sonst hatten wir keine anderen Ordnungsmaßnahmen oder Ordnungsverfahren, also Ordnung oder Schiedsgerichtsverfahren um Ordnungsmaßnahmen herum. So, die Zeitbelastung war also enorm und in dem Zusammenhang sei mal kurz erwähnt, dass das Bundesschiedsgericht in seinen Urteilen auch schon festgestellt hat, bin ich unbedingt immer einer Meinung mit dem Bundesschiedsgericht, aber an der Stelle ist es doch sehr interessant, dass es festgestellt an verschiedenen Verfahren, dass alleine schon die übermäßige Zeitbelastung, die so etwas bei Vorständen kostet, für sich genommen bereits einen Schaden für die Partei darstellt. Das ist hier deutlich gelungen. Nun,
In einem Fall haben wir uns genötigt gesehen, sogar den Weg außerhalb der innerparteilichen Gerichtsbarkeit zu beschreiten, nämlich vor das Amtsgericht zu ziehen. Da ging es um die Herausgabe von Unterlagen. Ich denke, das ist auch allen Anwesenden bekannt, worum es da geht. Da brauche ich also nicht viel zu erzählen. Warum ich es erwähne? Schlicht und ergreifend, weil es uns Geld gekostet hat. Wir waren hier gezwungen, eine Anwältin zu engagieren, denn zu den regulären Gebührensätzen wäre keine anwaltliche Hilfe möglich gewesen. Der Streitwert war nicht sehr hoch und wenn man daraus berechnet, was dann ein Anwalt verdienen würde, für das Geld würde kein Anwalt das machen. Also wir mussten hier grob ca. 2000 Euro, ich kann die Zahlen nicht genau auf den Cent genau benennen, weil es auch noch nicht fertig abgerechnet ist. Und weil wir dieselbe Anwältin auch noch in anderen Dingen benutzt oder verwendet haben, also im Rat gefragt haben, sodass sich das nur abrechnen lässt, wenn man da genau auf die Minute guckt. Also es sind grob 2000 Euro, die uns das gekostet hat und deswegen muss ich es hier auch erwähnen, denn wir wollen ja trotzdem von euch entlastet werden. Ja, notwendig war das deswegen, weil über ein Jahr wir versucht haben, an die Belege heranzukommen für den Rechenschaftsbericht 2013, sie nicht bekommen haben, dann auch eine Fehlermeldung abgeben mussten. Der Rechenschaftsbericht 2013 und auch der konsolidierte für das gesamte Land Bayern war dann nicht ausreichend fertigzustellen. Wir mussten eine Fehlermeldung abgeben beim Bundestag, bei der Bundestagsverwaltung, waren dann auch verpflichtet, das im nächsten Rechenschaftsbericht zu korrigieren, waren also durchaus auch unter dem Druck oder haben uns unter dem Druck gesehen, das in Ordnung zu bringen. Und deswegen eben der Gang zum Gericht. So, dieses Verfahren ist inzwischen beendet, allerdings nicht mit irgendeinem Urteil, sondern dann letztlich doch mit einem Vergleich, der aber genau das gebracht hat, was wir wollten. Wir sind an die Belege rangekommen und konnten buchen. Das Ergebnis ist auch durchaus interessant. Es hat sich dann herausgestellt, dass wir einen Kassenbestand dort vorliegen haben, jetzt seit etwa 2 Jahren brachliegend von über 700 Euro, 728,24 Euro. Und dieser Kassenbestand ist natürlich zu übergeben, denn ein KV Landshut, es geht um den KV Landshut, wie ihr alle wisst, hat keinen rechtmäßigen Vorstand derzeit, und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen Ordnungsmaßnahmen, unabhängig von irgendwelchen Schiedsgerichtsverhandlungen, weil dieser Vorstand nur aus 3 Köpfen bestand. Einer ist weggezogen, aus Niederbayern weggezogen, damit hat sich der Vorstand von ganz alleine aufgelöst und die beiden restlichen haben keine Vertretungsvollmacht mehr. Und natürlich ist dieses Geld zu übergeben. Es ist auch eingefordert, man kann gespannt sein, ob es denn noch kommen wird. Gut. So viel zu diesem Verfahren. Also hat viel Geld gekostet, aber es hat uns auch Erkenntnisse gebracht und bringt uns weiter. Und der Rechenschaftsbericht 2013 wird jetzt im 14er korrigiert werden können. Die Buchungen sind erfolgt. Das heißt, dieses Kapitel ist dann Gott sei Dank auch erledigt damit. Es gibt noch einen anderen Fall, der nicht uninteressant ist. Wir haben auch vom Bundesschiedsgericht ja Verfahren gehabt und in einem Fall haben wir dann verloren von dem Bundesschiedsgericht. Mit Argumenten, die wir absolut nicht akzeptieren. Hier sehen wir uns tatsächlich in unseren verfassungsmäßigen Rechten vom Bundesschiedsgericht, und wir reden jetzt von dem vor dem Bundesparteitag, also nicht von dem jetzt neu gewählten. Von diesem Bundesschiedsgericht sehen wir uns also in unseren grundgesetzmäßig garantierten Rechten missachtet, und letzten Endes hat uns dieses Schiedsgericht die Fähigkeit abgesprochen, überhaupt Ordnungsmaßnahmen zu erteilen. Da stehe ich auf dem Standpunkt, das geht nicht, das muss in Ordnung gebracht werden. Und der einzige Weg, das zu tun, ist tatsächlich vor das ordentliche Gericht zu ziehen, das bedeutet das Amtsgericht Berlin-Mitte. Da haben wir Schritte eingeleitet, noch ist das nicht getan, das wird dann Aufgabe des nächsten Vorstandes sein, zu entscheiden, ob das geschehen soll. Wir haben aber Vorbereitungen getroffen und eruiert und sind da sehr guten Mutes, haben eine gute Expertise, dass dieses Verfahren für uns positiv ausgehen wird. Jo, so viel zu dem ganzen Thema Ordnungsmaßnahmen, weil es eben auch viel Geld gekostet hat, Schiedsgerichtsverhandlungen und Amtsgerichtsverhandlungen. Und jetzt wird uns Thomas was erzählen über den Verwaltungsteil und ich dann später vielleicht nochmal, wenn es klappt, ein paar Zahlen zeigen. Ups. Ja, das war Mike, der so gestört hat. Ich erzähle euch jetzt nur ganz kurz, was die Verwaltung an sich so gemacht hat. Hauptsache dieses Jahr war eigentlich, dass wir unsere Mitgliederdatenbank so zusammengestampft haben, dass die Mitgliedsdaten halbwegs aktuell sind. Meine Chefin will was von mir. Mikro hoch. Versteht man mich nicht? Jetzt. Das war keine ganz einfache Sache. Da waren natürlich die 2 Schatzmeister, die da kräftig mitgearbeitet haben, und Benny, vor allem, der die Tickets, die dann zurückkamen, bearbeitet haben.
Also wir haben quasi eine Mahnung verschickt an alle Mitglieder, die seit 2012 keinen Mitgliedsbeitrag bezahlt haben. Also da ist nicht ein Cent geflossen und wir haben halt eine Mahnung geschickt, 30 Tage später oder ein paar, was auch mehr, eine zweite Mahnung geschickt. Jedes Mitglied, das sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, ich habe zurzeit kein Geld oder ich habe, was weiß ich, Schwierigkeiten, ich habe vor 2 Jahren Minderung beantragt, ich bin die ganze Zeit im Studium, das ist nicht eingetragen worden, haben wir wirklich alle Tickets haben wir bearbeitet. Es ist keiner rausgeschmissen worden, der sich bei uns gemeldet hat, der gesagt hat, hier, ich habe irgendwelche Sorgen oder irgendwas. Ist teilweise Ratenzahlung angeboten worden oder man hat halt die Minderung nachgetragen. Nichtsdestotrotz hat uns das Ganze 1.400 und irgendwas Mitglieder gekostet. Ich vertrete die Meinung, dass das A für uns als Partei, die wir hier für Transparenz stehen, erstens eine Sache ist, wir sollten zeigen, wir haben nicht mehr 6.000 Mitglieder, sondern wir haben nur noch jetzt 3.100. Ich finde es auch deswegen wichtig, weil uns der Spaß jedes Mal Geld kostet. Also für jeden Parteitag geben wir, keine Ahnung, 200 Euro aus, 300 Euro aus, je nachdem, um die Mitglieder per Post einzuladen. Die Mitglieder erscheinen nicht, die Mitglieder bezahlen ihren Beitrag nicht und sie sind teilweise nicht erreichbar. Also man schickt ihnen einen Brief, man schickt ihnen eine E-Mail, es kommt keine Reaktion. Insofern verstehe ich nicht, warum wir die Mitglieder behalten sollten. Und das haben wir einfach dieses Jahr mal so grob angefangen. Es wird weitergehen, hoffe ich, je nachdem, wie der nächste Vorstand das sieht. Aber ich bin stark dafür, das auch weiterhin zu verfolgen. Und ja, mir sind lieber 2.000 Mitglieder, die ihren Beitrag bezahlen und die irgendwas für die Partei tun, als 5.000, wo du ja nur Ärger damit hast und wo nichts rauskommt. Dankeschön. Für mich persönlich war jetzt noch ganz wichtig, was wir leider schon 2 Jahre versuchen, von dem alten Wanninger, also von dem alten UTHS aufs Neue umzusteigen. Das hat sich alles verzögert, weil ja keiner freiwillig mehr extra was tut und wir selber auch überlastet sind und Niki, die ja eigentlich in der IT dafür verantwortlich ist, halt jetzt ein bisschen Vorsitzende spielt und das recht gut, finde ich. ja, insofern war ich jetzt beschäftigt damit, und Dank an Django, der ist heute leider nicht da, der ist verhindert, der das Ganze serverseitig umgesetzt hat, also einen neuen ODRS aufgesetzt hat. Ich habe mich damit beschäftigt, die ganzen Clearungen umzuziehen. Wir sind da jetzt noch dabei, das werde ich auch weiter verfolgen. Hauptsache von dem neuen SNAFU oder von dem neuen UTHS ist halt einfach, man kann jetzt verschlüsselte E-Mails hin und her schicken. Es klappt nicht immer, ich höre da Widerworte, aber es klappt relativ gut und die letzten Fehler werden wir da auch ausmerzen. Wir sind dabei, Oberbayern ist umgezogen, Mittelfranken ist teilweise umgezogen. Es läuft, es dauert halt einfach seine Zeit, die ganzen Accounts einzurichten und nachzufragen. Was wir dieses Jahr auch weiter verfolgt haben und an viele Clearungen ausgerollt haben, ist das Gensec-Tool. Wolfgang ist leider auch nicht da, den möchte ich da ganz nochmal persönlich tanken, weil er da wirklich viel Herzblut reingesteckt hat. Das ist inzwischen so weit, dass der Bund uns um das Tool beneidet und um unsere Sachen, die auch Klaus gebaut hat, wo man die Mitgliedsbeiträge abfragen kann und sowas. Also das ist auf Bundesebene sehr hoch angesehen. Insofern, sie möchten das gerne alles von uns kopiert haben, aber das ist halt nicht so einfach. Ja, und ansonsten, Schatzmeister, vielleicht wird er selber gleich noch was dazu sagen. Ich bin echt stolz drauf, dass die beiden es geschafft haben, als einer der ersten Landesverbände überhaupt die ganzen Buchungen unterzubringen. Also wenn man die Bundesverwaltungsliste liest und dann schreibt der Klaus, der da recht wenig schreibt, oder die Dorle, und dann kommt dann, ja, wir sind soweit fertig. Das macht mich stolz. Da bin ich echt der Frage, sage ich, ja, die beiden machen da einen guten Job. Und ich bin inzwischen auch sehr in der Bundesmitgliederverwaltung aktiv und es sieht in anderen Landesverbänden viel, viel trauriger aus. Also da können wir echt stolz sein, dass das bei uns so passt. Noch ganz kurz, Bundesmitgliederverwaltung. Ich habe diktatormäßig das alleine durchgesetzt und habe gesagt, der LV Bayern nimmt zur Probe an der SG-Mitgliederbetreuung teil. Das ist einfach der Effekt. Es ist so gedacht, wenn jetzt einer von uns mal, ich lag jetzt 3 Wochen im Krankenhaus, dann bleibt bei uns die Arbeit liegen, aber so können andere Gensecs bzw. die beauftragt vom Bund sind, unsere Tickets mitbearbeiten. Ich möchte das gerne ausbauen, ich möchte dann auch am zentralen Mahnlauf teilnehmen, aber da werde ich euch morgen oder am Sonntag, je nachdem, noch ein Meinungsbild abfragen und dann werden wir das irgendwie beschließen oder auch nicht oder einen Antrag stellen und dann schauen wir mal. Stefan ist dafür, das bringt nämlich richtig Geld, das ist einfach so. Ja, ansonsten, Klaus, noch was zu Schatzmeister oder, ja, dann bitteschön, der Nächste. Ja.
So, jetzt müssen wir mal was probieren, ob das klappt, wird sich zeigen. Ich wollte vorhin mein Notebook an den Beamer anschließen, dann ist er mir abgestürzt, also nicht der Beamer, sondern der Notebook. Gucken. Es geht schlichtweg um die Zahlen des Haushaltsplans, die aktuellen Zahlen. Ich habe jetzt nochmal frisch alle Zahlen eingefüttert. Ihr werdet die jetzt so nicht lesen können, das ist schon klar. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir da noch reinzoomen können. Diese Datei habe ich ins Wiki hochgespielt. Das heißt, wenn ihr auf den Wiki-Seiten vom Landesverband, dort dann die Vorstandsseite und darunter gibt es ja die Finanzenseite, die ihr doch hoffentlich alle kennt, weil da ja auch praktisch zu jeder Vorstandssitzung auch der Finanzstatus aktualisiert ist. Da auf einer Parallelseite findet man dieses PDF-Dokument. Ich habe es jetzt erstmal nur als PDF hochgeladen. David, wenn er zuhört, also das ist jetzt nicht, weil es die anderen Parteien auch so machen. Wir haben es ja bisher auch, das werden wir noch umwandeln und du wirst es dann in deiner schönen Haushaltsform ja wieder darstellen, wie du es schon mal gemacht hast. Also da wollen wir nicht hinter den anderen herhinken oder dann nur genauso schlecht sein, das ist schon klar. Jetzt ist es mal als PDF im Augenblick veröffentlicht. Die nochmal ganz kurz zur Erklärung, die linke Zahlenreihe, das ist 2014, habe ich jetzt nochmal aktualisiert, da waren bisher immer nur die vorläufigen Zahlen. In der Mitte sind die aktuellen Zahlen bis heute und rechts ist das, was wir als Haushaltsplan bis Ende des Jahres verabschiedet hatten. So, jetzt müssten wir mal vielleicht ein bisschen, also, da haben wir jetzt die Einnahmen, genau. Es tut uns sehr leid, aber die Datei lässt sich nicht zoomen. Die lässt sich nicht zoomen. Ja, also dann hilft es nichts, dann werde ich jetzt einfach so, ich will ja nicht mit euch die ganzen Zahlen durchgehen, um Gottes Willen, die sagen mir ja selber nichts. Naja, also schauen wir mal bei den Einnahmen, da gibt es auch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Naja, gut, was es vielleicht zu sagen gibt, das sieht man jetzt nicht an diesen Zahlen. Wir haben schon einen deutlichen Rückgang der Mitgliedsbeiträge und der Spenden. Und das ist jetzt nicht in diesen Zahlen zu sehen. Wir haben ja das Phänomen, dass wir vom Bayerischen Landtag jedes Jahr, schlag mich tot, 54.000 Euro oder was bekommen. Oder waren es, wie viel waren es? Ich habe die Zahl wieder nicht auswendig. In dem Dreh rum, oder 58.000 sind es eben. Ah, ja, genau. Naja, okay. 58.000 Euro. So, wir alle Länder, das ist ja unsere Regelung innerhalb der Piratenpartei, alle Länder, alle Landesverbände, die mehr bekommen als das aus ihren Mitgliedsbeiträgen, mehr Einnahmen haben als das, müssen nicht einzahlen in innerparteiliche Umverteilung. Wir sind momentan 11.000 Euro unter diesem Betrag mit unseren Einnahmen. Wir müssen also dieses Jahr tatsächlich unbedingt uns noch strecken und müssen noch schauen, dass wir irgendwie 11.000 Euro reinkriegen. Mit Mitgliedsbeiträgen wird das kaum zu schaffen sein. Da haben wir schon ziemlich viel reingeholt mit unseren Mahnungen. Da zahlen durchaus auch Leute immer wieder 180 Euro für 4 Jahre nach. Aber das wird nicht reichen für diese 11.000. Also wir werden noch in diesem Jahr irgendeine Spendenaktion starten müssen, damit wir nicht dann in 2017 in der innerparteilichen Umverteilung plötzlich zum Geberland werden und nicht mehr Nehmerland sind wie bisher. Das würde uns dann nämlich durchaus im Bundestagswahlkampf auch wehtun. Also das zur Einnahmenseite, die geht deutlich runter. Die Zahlerquote ist zwar trotzdem bei 24%, aber Thomas hat es ja gesagt, wir haben ja auch viele Mitglieder gestrichen. Und deswegen heißt das, absolut gesehen haben wir dieses Jahr deutlich weniger als Einnahmen als letztes Jahr. Also da müssen wir was tun. Zur Ausgabenseite. Vielleicht können wir mal die Ausgabenseite ein bisschen hochscrollen, die zweite Seite. Ah ja, jetzt ist es besonders gut zu lesen. Das wird nichts. Das ist ein ganz normales PDF mit 2 Seiten. Ja, ja, ich bin völlig unschuldig, ja, ja. Na gut, also, nee, ich meine, letzten Endes müsst ihr euch sowieso die Zahlen selber angucken und ihr könnt ja dann auch einfach nochmal zu mir kommen und und Fragen stellen. Ich hoffe im Übrigen, dass das Wiki da inzwischen die aktuelle Version anzeigt. Also wenn ich die abfrage, sehe ich leider immer noch die alte. Das liegt an dem Wiki-Cache, der ist da ein bisschen lahm. Das dauert manchmal eine Weile, bis man dann die aktuelle Datei überhaupt sieht. Wir haben tatsächlich ein paar Posten überzogen im Augenblick gegenüber unserem Haushaltsplan. Das ist aber nichts Schlimmes,
weil wir eh gesagt haben, dafür haben wir ja andere Posten bei weitem nicht ausgeschöpft. Also alles in allem sind wir locker im Plan. Wir haben bei weitem noch nicht das ausgegeben, was wir uns im Haushaltsplan vorgenommen hatten. Man sieht aber, wenn man die Zahlen sich dann genauer anschaut, dass bei den Reisekosten für den laufenden Geschäftsbetrieb, das sind so die Verwaltungsgeschichten, da sind wir etwas über dem Budget, während wir aber bei der für die politische Arbeit deutlich drunter liegen. Also wahrscheinlich habe ich da auch einfach noch ein paar Buchungen aufs falsche Konto gesetzt und dann gleicht sich das aus. Die Schulungen haben wir später eingeführt, die waren zum Zeitpunkt des Haushaltsplans noch nicht vorgesehen. Dafür haben wir aber gesagt, das nehmen wir halt aus dem Topf für die Veranstaltungen, der sowieso noch lange nicht ausgeschöpft ist. Insofern denke ich, kann man sagen, wir sind auf jeden Fall locker weit innerhalb dieses Haushaltsplans und haben an keiner Stelle jetzt irgendwie über die Maßen geaßt. Die Kosten vorhin, die ich genannt hatte, das nennt sich dann Rechtsberatung, die hatten wir ja da schon eingesetzt, die sind auch noch, da sind wir auch noch innerhalb des Plans. Ja, vielleicht ein Wort noch zu den Reisekosten generell und den Rückspenden. Es ist schon zu sehen, dass wir bei den Reisekosten, da haben wir derzeit zusammengenommen, das sind ja dann zwei verschiedene Sachen, das ist für laufender Geschäftsbetrieb und für allgemeine politische Arbeit. Sekunde, jetzt muss ich gerade mal hier selber ein bisschen gucken. Da sind wir bei rund 5.000 Euro für den laufenden Geschäftsbetrieb und bei rund 1.500 Euro für die allgemeine politische Arbeit, also 6.500 Euro grob an Reisekosten insgesamt produziert. Ich habe jetzt nicht mehr eruieren können, wie viel jetzt genau davon tatsächlich auch rückgespendet worden ist. Aber das, glaube ich, muss man einfach der Ehrlichkeit halber sagen, wenn man das mit den 14er-Zahlen vergleicht, wenn man sich da anschaut, wie viel in 2014 an Rückspenden, also Aufwandsverzichtspenden, natürliche Personen durch Forderungsverzicht heißt es. Wenn man sich das anschaut mit dem, was bislang angelaufen ist in 15, dann hat sich das ungefähr gedrittelt, nur also auf etwa ein Drittel reduziert. Das heißt, es ist tatsächlich, und das muss man ganz offen und ehrlich sagen, die Anzahl oder das Maß an Reisekosten, was jetzt rückgespendet wird, ist zurückgegangen gegenüber 14. Und da gebe ich jetzt ganz offen zu, ich sehe es auch in meinem eigenen Portemonnaie, Vorstandsarbeit auf Dauer über Jahre hinweg, immer alles komplett zurückzuspenden, es geht nicht auf Dauer. Also es funktioniert nicht. Wir nehmen tatsächlich in zunehmendem Maße auch die Möglichkeit in Anspruch, uns diese Kosten auszahlen zu lassen, weil es nicht anders geht. Keiner macht sich diese Entscheidung leicht. Jeder versucht, so viel wie es irgend geht, rückzuspenden. Aber es geht schlechter als in der Vergangenheit. Das, finde ich, soll euch ruhig der Ehrlichkeit halber gesagt werden. Das ist eine Entwicklung, die ist so. Da müsstet ihr komplett neue Leute finden, die frisches Geld haben und die sagen, wir können es uns leisten, das alles komplett mit Rückspenden zu machen. Wenn man mehrere Jahre im Vorstand tätig ist, hört sich das irgendwo auf. Also die Grenzen der Belastbarkeit sind da tatsächlich langsam erreicht. Also zumindest ich gebe das ganz offen für mich selber auch zu. Ja, angesichts der Zahlen, dass man die jetzt nicht lesen kann, hat es jetzt auch, glaube ich, nicht viel Sinn, mehr darüber zu erzählen. Ansonsten würde ich sagen, einfach Fragen stellen, persönlich. Ja, damit sind wir mit den Tätigkeitsberichten und dem Rechenschaftsbericht durch. Und wären jetzt bei der Aussprache. Möchtest du die jetzt vorstellen? Naja, ich würde jetzt als VL einfach mal sagen, mach. Also, eure amtierende Vorsitzende möchte gerne noch eine Umfrage zu Diskurs, ein Tool, das ihr eingeführt habt, anstatt der Mailingliste vorstellen. Und weil sie meint, das würde in der Aussprache auch noch ein Thema werden und sie möchte gerne darüber reden. Und dann denke ich mal, wenn ihr gerne reden wollt, dann machen wir das so. Genau. Gut. Wenn jetzt Gegenstimmen sind, dann bitte jetzt. Ansonsten sehr gut, wir machen das genau so. Die Folien sind vorhanden, die kannst du... Ich möchte es haben, ja. Yay! Gut. Man kriegt immer so leicht Kopfschmerzen, wenn man eine halbe Stunde auf dem Kopf steht. Okay, du hast es da vorne auch, ne?
Ich wollte es nur mal sagen. Das ist ja fantastisch. Du kannst nach vorne gucken. Also genau. Die SG Event hat wie immer ganze Arbeit geleistet. An dieser Stelle gerne einen Applaus für eure SG Event, die das hier alles aufgebaut hat und da oben dafür sorgt, dass der Stream läuft, der Ton läuft und alles andere. Das wird nämlich mal meistens vergessen. Und jetzt gerne bitte, du darfst nach vorne gucken und die Leute bereden. Ja. Wir haben vor einigen Monaten Diskurs eingeführt, es gab da einen ziemlichen Rummel. Wir haben dann vor einer Weile angefangen, diese Umfrage zu machen und die Ergebnisse möchte ich euch heute vorstellen. Es gibt keine bunten Grafiken, es gibt nur Zahlen, aber sie ist auch nicht so furchtbar lange. Okay, also keine managementkompatiblen Tortengrafiken. So, okay, das nächste Bild bitte. Yay! Sie. An dieser Stelle würde ich 5 Minuten Raucherpause vorschlagen. Wir müssen ja hier kurz was fixen. Okay, ja? Gut. Also ihr habt 5 bis 7 Minuten Raucherpause. Nutzt sie, danach geht's hier weiter. Bis gleich. Okay. Ich stehe hier einfach ein bisschen dumm rum. Also wir können jetzt zum Beispiel.
unbedingt, nein. Und es ist sogar es hält sogar Stürze aus. Okay. Auf Granit, Bordsteinkanten. Der gleichzeitig rausgefallene Dell-Laptop war ja. Schrott. Ich hatte einen Server unter dem Arm. Ich stehe an einer Bordsteinkante und weiß es nicht und sage so, okay, ich gehe da mal. Ich wollte halt auf dem Abstand Pferd machen. Mhm. Der blaue Fleck war beeindruckend, der Server lief noch. Man hört uns. Man hört uns? Ja. Ja, tatsächlich. Oh, wir können jetzt endlich mal über den LV lästern. Ey, dieser LV, der kostet, ne? Und die Astraversen, meine Güte. Hört uns ja keiner, das ist ein privates Gespräch. Tja. Guck mal, da schleicht die Marion. Gut, dass sie uns nicht hört. Ja, ihr Lieben, angeschlossen an den Radiogeräten da draußen. Der Kalle und seine Veranstaltungstechnik, das ist echt zum Davonlaufen. Nicht mal klüngeln kann man. Tatsächlich. Mhm. Ganz schön gemütlich hier, oder? Ja. Könnte einem gut gefallen. Ja. Das sollten wir jetzt wöchentlich machen. Wieso? Ich habe nicht wöchentlich Urlaub. Was? Ich könnte morgen meine Teufelshaare. Mhm. Ich habe morgen extra ein neues T-Shirt. Hm? Ja. Refugees welcome. Das ist immer noch die Frage, kriegen wir den Antrag in kurz noch hin, weil dann würde ich den heute Abend noch reinhacken. Zu viel. Flüchtlinge. Wir machen aus dem Kaffee-Logo machen wir einen kleinen Ristretto und dann. Du hast ein inniges Verhältnis zu Nespresso, oder? Nein, ich meine nur mengenmäßig, aber tatsächlich die Kollegen im Büro. Ich habe nur Gewicht. Kilo. Halbi? Daimler, okay. Ein Daimler, ja. Hm? Haben wir hier Disco? Disco, ich tanze durch die Nacht. Der Disco-Tanz. Hyper. Einen kleinen Tanzkurs, wir machen heute Disco. Aber wir haben unsere. Die Herzchen waren immer so ein Daumen nach oben. Das habe ich gar nicht bemerkt, dass es jetzt Daumen nach oben und Daumen nach unten ist. Was war denn statt dem Herzchen? Statt dem Herzchen? Pfeile? Ich habe jetzt hier kein Netz, aber warte mal. Ja, und
Das Wort ist ein bisschen brüllend hell. Ja. Das passt doch super. Das passt doch super, ja. Ja, weil der eine Schiedsrichter ist auch noch nicht da. Das soll auch noch berichten. Okay, genau. Welche Schiedsrichter? Ja, auf die Tagesordnung. Auf die Tagesordnung. Neues Schiedsgericht genommen. Ja. Damit wird ein neues Schiedsgericht genommen. Das entscheidet nicht die Versammlung. Ja. Wollte ich nur noch mal so sagen. Ja. Das ist klar, oder nicht? Ne? Das ist nach dem Schiedsgericht, ja. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ja. Weißt du das? Ja. Warum ist nicht? Ich hätte jetzt über Frankfurter Kollegium ablästern können vom Mikrofon. Boah, das Frankfurter Kollegium, da haben wir schon lange nicht mehr drüber gelästert. So, meine Damen und Herren, liebe Piraten, wir wollen weitermachen. Das heißt also, ihr dürft euch wieder reinbewegen, überall da, wo nicht glatt ist, darf gelaufen werden und dann leise eure Plätze einnehmen. Leise ist das Stichwort. Wir stellen die Gespräche ein, die privaten sowie die politischen und die über die Piratenpartei. Ach, das könnten auch politische sein, ja. Und lauschen andächtig den Ausführungen eures noch amtierenden Vorstandes. Bitteschön. Ja, ich lege einfach mal los. David kommt dann mit ein paar langweiligen Technikfakten. Okay, also nachdem die Versammlungsleitung herausgefunden hat, welchen Knopf sie drücken muss, um in der Präsentation zu blättern, sehen wir jetzt auch Zahlen. So, also die Umfrage haben wir losgeschickt. Sie wurde insgesamt an 2907 Personen geschickt, da gab es einige Rückläufer, die habe ich jetzt nicht extra aufgeschlüsselt. Vollständige Antworten 175, unvollständige 30 und Gesamtantworten 205. Genau, aber ich kann auch da unten drauf gucken, nur kann ich da leider nichts lesen. Das ist ein bisschen blöd. Genau, ja, ihr könnt auch weiterblättern. Ja, ich hätte erwartet, dass es mehr Antworten gibt oder mehr Teilnahmen, aber das ist halt so mit Umfragen, ein bisschen Verlust ist immer. So, die erste Frage war, wie oft nutzt du Diskurs? Da war der Sieger zahlenmäßig gar nicht, ich bin nicht angemeldet. Es gibt ein Teil, also das waren jetzt 9 Personen, die das so beantwortet haben, also nur zur Information, die absoluten Zahlen mit den Antworten, die stehen in der ersten Spalte und die Prozentzahlen dann in der letzten. Knapp 5% nutzen es täglich, mehrmals die Woche immerhin knapp 10%, mehrmals pro Monat dann nochmal 5% und selten dann 12,5%. Und es gibt auch natürlich eine Anzahl von Leuten, die sich zwar angemeldet haben, aber dann nie was getan haben. So, nächste Folie bitte. So, wie nutzt du Diskurs? Wollten wir natürlich wissen. Die erste Möglichkeit war, dass man selber Beiträge zur Debatte stellt und sich auch natürlich an Diskussionen beteiligt. Das waren, ich muss schon sagen, erfreuliche 10%. Oder 19 Personen, das klingt dann natürlich nicht mehr so toll. Sie beteiligen sich an Diskussionen, immerhin noch 11. Es gibt Leute, die nur mitlesen, was in dem Fall noch ein relativ großer Anteil war. Und hier wieder die Wiederholung. Leute, die Diskurs gar nicht nutzen, sind auch hier der Löwenanteil. Und es gab natürlich auch Leute, die diese Frage nicht beantwortet haben. Weiter bitte. So, das hier ist jetzt ein bisschen die Riesentabelle. Die Nichtnutzungsgründe. Der erste Grund war, ich mag keine Diskussion im Internet. Immerhin 12 Leute, die das nicht mögen. Keine Zeit haben 64. Es gibt Leute, die Diskurs nicht nutzen, weil sie die Art der Einführung nicht gut fanden. Immerhin 35 Personen. Dann gab es 9 Personen, die die Art der Einführung nicht gut fanden, aber Diskurs trotzdem nutzen. 21, die es einfach nicht interessiert, 41, die es interessiert, 22 Personen, die verwendete Technik nicht gut finden, 29, denen die Technik gefällt und immerhin 15 Personen, die Nutzungsbedingungen, die mit dem neuen Tool kamen, ablehnen. 30% hingegen finden es gut, dass es Nutzungsbedingungen gibt. So, nächste Folie bitte. So.
Die nächste Frage war, was soll in Zukunft passieren? Wir haben die Frage gestellt, was der Landesvorstand nach eurer Ansicht nach tun sollte. Die Option 1 war, dass wir Diskurs abschalten und die BÜMISC wieder anschalten. Da hat sich immerhin eine Mehrheit, also eine Mehrheit, eine Menge von knapp 10% der Umfrageteilnehmer gefunden. 24 Personen möchten, dass wir sowohl Diskurs behalten als auch die BÜMISC wieder anschalten. 22 Personen möchten, dass Diskurs als alleinige Plattform für die politische Arbeit beibehalten wird. 32 Personen möchten, dass Diskurs behalten wird und dass alle anderen Diskussionsmailinglisten auch umziehen. Da ist natürlich die Trennung zwischen Diskussionslisten und Arbeitslisten. Eine Vorstandsmailingliste kann man natürlich schlecht in so eine Plattform umziehen, weil es ja auch um sensible Daten geht. Und 8 Personen fanden, dass man sowohl Diskurs als auch die BÜMISC endgültig abschalten sollte. Und 44 Personen, die meisten sagten, es ist ihnen schlichtweg egal. Auch hier 34 Personen, die die Frage nicht beantwortet haben. Bitte weiter. So, das hier waren, das kommen jetzt mehrere Folien. Die Frage war, was trifft auf dich zu? Die am stärkeren, die stärker eingefärbten Felder bedeuten immer, dass die Mehrzahl der Antworten in dem entsprechenden Feld gegeben wurde. So, ich möchte mich an der politischen Debatte innerhalb der Piratenpartei beteiligen. Tatsächlich der Löwenanteil von 40% oder 71 Personen, das finde ich erfreulich. Ich möchte lesen, was andere zu Piratenthemen schreiben. Auch hier mit knapp 50% oder 85 Zustimmungen der Löwenanteil. Ich möchte lesen, was andere zu Piratenthemen schreiben. Das ist das gleiche Ergebnis. Nein, das, oh, Entschuldigung, das ist doppelt. Entschuldigung. So. Dann die Frage, die ich mir nicht verkneifen konnte. Politik interessiert mich eigentlich nicht. Haben zumindest 132 Teilnehmer oder 75% ganz klar mit Nein oder trifft gar nicht zu beantwortet. Nächste Folie. So, ich hoffe, ich habe hier nicht noch mehr Dubletten drin. So, die nächste Frage war, oder das nächste Statement, was bewertet werden sollte. Die Qualität der Beiträge hat seit der Einführung von Diskurs zugenommen. Da haben immerhin knapp über 50% keine Antwort gegeben. So, der knapp 15% waren, und das ist, glaube ich, ja, das ist der Löwenanteil von den übrigen Antworten, mit 15% waren neutral eingestellt, trifft stark zu, noch knapp über 10% mit 18 Personen. Das nächste Statement war, in der politischen Debatte ist ein harter Tonfall durchaus erlaubt. Hier waren immerhin dann 26% oder 46 Personen der Ansicht, dass das trifft, also einigermaßen zutrifft. Ein starkes Statement in diese Richtung gab es hingegen nur von 18 Personen, knapp über 10%. Die Piratenpartei ist angetreten, um die Weltgesellschaft zu verändern, hat mit 57,71% tatsächlich und 101 Zustimmungen tatsächlich ein sehr starkes Ergebnis. Das habe ich mir an der Stelle, naja, nicht erwartet, aber zumindest erhofft, dass das so sein würde. Und dann auf der BÜMISC fanden vor allen Dingen politische Debatten statt. 74 Personen haben das gar nicht erst beantwortet, aber die Mehrheit sagt, es trifft gar nicht zu, mit 21% oder 37 Personen. Bitte die nächste, das ist die letzte, vorletzte Folie. So. Der Umgangston im Diskurs ist sehr grob, wurde von den meisten nicht beantwortet, also deutlich, also fast 60%. Die Mehrheit mit 30 Personen bzw. 17 Personen trifft nicht so richtig zu, findet, dass der Umgangston auf Diskurs an der Stelle nicht grob ist. So, das nächste Statement: Es ist wichtig, dass Vorstände auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen. Trifft stark zu, 28%, trifft wenig zu, 31%, und neutrale Ansicht dagegen ungefähr bei 13%. Ablehnung, insgesamt waren es dann 23 Personen, die diese
dieses Statement mehr oder weniger abgelehnt haben. Auch hier mit 24 wieder ein relativ hoher Anteil von Leuten, die es nicht beantwortet haben. So, und dann haben wir noch die politischen Debatten auf klassischen Mailinglisten funktionieren super, wird von den meisten eher abgelehnt oder stark abgelehnt mit insgesamt, 52%. Genau. So, was mir aufgefallen ist bei der kompletten Umfrage, es gab eigentlich keine so richtig eindeutige Richtung. Das Ganze war ziemlich schwammig. Ich weiß nicht, ob es an den Fragen gelegen hat oder dass die Stimmung gegenüber Diskurs allgemein eher so ist, ja, gut, dass es es gibt, aber eigentlich ist mir wurscht. So, wollte ich euch an der Stelle vorgestellt haben. Wir müssen dann, beziehungsweise der nächste Landesvorstand muss dann darüber die Entscheidung treffen, wie wir damit umgehen. Wir würden an der Stelle gerne mindestens ein Meinungsbild des Landesparteitags mitnehmen. Und David wird euch jetzt noch ein paar warme Worte zur Nutzung erzählen. So. Ja, die Umfrage ist das eine, die nackten Zahlen das andere. Wenn ich jetzt hier von Nutzungszahlen und so weiter rede, ihr braucht keine Angst haben, wir tracken da niemanden mit. Das Ding wird weiterhin von der Bayern IT anonymisiert, wie unsere Webseiten auch betrieben. Wir haben seit Einführung im Mai diesen Jahres insgesamt Zugriffe auf Diskurs von 37.500 roundabout. Das heißt, 37.000 Mal wurde diese Seite aufgerufen, sei es jetzt über einen Internetbrowser, sei es jetzt über ein Mobile-Gerät. Ich denke, das ist keine allzu schlechte Zahl. Wir hatten in den letzten 30 Tagen beispielsweise 3.300 Aufrufe. An Mitgliedern bzw. an tatsächlich angemeldeten Benutzern liegen wir gerade bei roundabout 115 und davon sind aktiver ungefähr 61. Die übrigen sind eher weniger aktiv. Wenn ihr euch fragt, woher die Auswertung kommt, Diskurs basiert auf Vertrauensstufen, beziehungsweise die Rechte werden zum Teil über Vertrauensstufen ergeben und da sind tatsächlich, ist die Nutzung ein Kriterium davon. Wir haben seit Beginn von Diskurs insgesamt 996 Beiträge. Ich habe mir das mal angeschaut im Vergleich von der BIMISC, die wurde ja regelmäßig wegarchiviert, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir umgestellt hatten, waren im Forum über die gesamte Zeit, die dort erfasst ist, 2.900 Beiträge. Also ich denke, die Plattform an sich wird genutzt, die Plattform wird auch tatsächlich, wenn man sich die Anzahl der Nutzer bzw. wenn man sich die Zugriffszahlen anschaut im Vergleich dazu, sehr viel lesend genutzt und offensichtlich auch von nicht-bayerischen Parteimitgliedern bzw. von Mitgliedern, die sich an dieser Umfrage nicht beteiligt haben. Ja, kurzer Ausblick, der eine oder andere hat es ja vielleicht schon bemerkt, wir haben mit einem relativ stillen Update in den letzten 3 Wochen, Tobias, ich glaube 3 Wochen waren es, neue Kategorien eingeführt, um die Diskussion besser zu strukturieren. Wir haben, nachdem es an dem Like-Button, also an der Bewertung der Beiträge mittels Herzform ein bisschen gearbeitet, wir haben da die Symbole ausgetauscht, das war offensichtlich gewünscht, das haben wir getan. Wir starten in dieser Woche mit dem, oder in dieser kommenden Woche mit dem Mail-Versand. Der ist also mit der Mailing-Listen-Funktionalität von Diskurs, dass also auch per Mail tatsächlich das Ding genutzt werden kann. Auch das war ja ein Wunsch an Diskurs. In dem Zusammenhang ganz herzlichen Dank an Tobias, da sitzt er, für das Betreuen, der da auch unzählige Stunden rein investiert hat, der auch Module oder ein Modul geschrieben hat, das dann zukünftig bei uns
Richtung OpenID-Server hoffentlich verwendet wird. Das heißt, das Ding ist am Leben. Wenn ihr zukünftig Features oder Feature-Wünsche habt, es gibt einen Thread dafür auf Discourse, da könnt ihr den entsprechend mit einbauen, beziehungsweise diese Wünsche auch äußern. Wer das Ding bis dato noch nicht nutzen will oder sich nicht registrieren will, ihr könnt auch eine Mail an den Vorstand schreiben, dann können wir das mit aufnehmen. Insgesamt halte ich die Einführung für Discourse für gelungen und ich würde mich dafür einsetzen, dass wir dieses Tool auch weiterhin verwenden, auch wenn es Irritationen gegeben hat, auch über die Art und Weise der Einführung. Wir standen da jetzt nicht wenig in Kritik. Einiges oder vieles von der Kritik war sachlich geführt, haben wir auch zur Kenntnis genommen. Leider waren auch einige sehr, sehr unsachliche Kritiken dabei und da würde ich euch generell bitten, egal auf welcher Ebene das in dem Landesverband ist, wenn ihr Kritik äußert an Vorständen, an Menschen, die für diese Partei ehrenamtlich arbeiten, ihre Freizeit dafür äußern, dann äußert diese Kritik bitte sachlich und nicht persönlich, weil wir am Schluss sonst dastehen ohne Menschen, die bereit sind, für diese Partei zu arbeiten, weil niemand oder die wenigsten von uns sind es gewillt, für diese Partei Zeit und oftmals auch Geld zu investieren und sich im Nachhinein unsachlich beschimpfen zu lassen. Dankeschön. Ich möchte an der Stelle noch anmerken, dass die meisten Ordnungsmaßnahmen, mit denen wir in der Vergangenheit zu tun hatten, in erster Linie auf irgendwelchen Äußerungen oder Vorgängen auf der BÜMIST gefußt haben. Seit der Einführung von Discourse ist an der Stelle tatsächlich Ruhe. Und jetzt würde ich die Vorstände bezüglich der Aussprache auf die Bühne bitten. Nur die Landesvorstände, ja. Du kannst auch gerne kommen, Detlef. Also hier ist ein bisschen Platz, wir kriegen dich schon noch unter. Genau. So. Herr Knoblich, bitte auf die Bühne. Herr Knoblich, bitte. Ja, wenn wir jetzt an dem Punkt der Aussprache sind, eine Diskussion, so wie wir das in Bayern immer handhaben. Ihr dürft was dazu sagen. Ihr dürft dem Vorstand Fragen stellen, Statements abgeben. Eine Aussprache funktioniert nur dann, wenn auch Menschen zum Mikrofon gehen. Ah, ich sehe, alles klar. Du bist noch frei in der Auswahl, welches du benutzen willst. Nutz einfach eins, ich mach's dir an. Bitte schön. Du hast das Wort. So, ich hätte gerne, dass dieser Vorstand entlastet wird, allerdings nicht in dem Bereich, in dem die Gerichtskosten und die Rechtsanwaltkosten im Verfahren Landshut sind. Das sind diese 2.000 Euro. Verfahren vor dem Amtsgericht sind ohne rechtsanwaltlichen Beistand möglich. Wir haben genügend Juristen und sonstige Personen, sodass man dieses Geld nicht unsinnigerweise ausgeben muss. Man hat ja, der Vergleich zeigt ja, dass die Sache nicht eindeutig war, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und diese unterschiedlichen Meinungen, die müssen in der Partei auch ausgetragen werden können und nicht unbedingt vor Gerichten. Und der Sinn meines Antrags ist es jetzt nicht unbedingt, die Vorstände dafür jetzt in Haftung zu nehmen, sondern mit diesen Dingen viel vorsichtiger umzugehen. Wir haben Personen, Vorstände in Kreisvorständen, die bestimmte Positionen einnehmen, die das ehrenamtlich machen. Und ich finde es die falsche Art und Weise, wenn erheblicher Druck ausgeübt wird, wenn Leute unter finanziellen Druck gesetzt werden und man dann teilweise versucht, Gerichtskosten, ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Gerichtskosten nach oben gedrückt werden, nur damit Leute ihr Recht nicht wahrnehmen. Und deswegen hätte ich gerne letztendlich aus der Entlastung diesen Bereich herausgenommen. Ja, da sage ich jetzt erstmal was zu, bevor ihr was dazu sagen dürft. Es ist so, dass es gab da auch einen sonstigen Antrag zu.
Dem Antragsteller wurde schon vorher von mir mitgeteilt, das mache ich so, das ist so üblich, auch andere Antragsteller sind von mir schon angesprochen worden, dass der an der falschen Stelle gestellt worden ist und ich ihn deswegen ablehne, also nicht zulassen werde. Du hast das jetzt so vorgetragen, innerhalb der Entlastung werde ich das nochmal für alle formulieren. Tatsächlich ist es so, dass die Versammlung darüber entscheidet, wie der Vorstand entlastet wird, ob er gesamt entlastet wird, ob er mit per Einzelperson entlastet wird oder ob einzelne Rechtsgeschäfte, wie gerade vorgetragen, aus der Entlastung rausgenommen werden und sie weiter dafür haftbar bleiben. Ich habe das zur Kenntnis genommen und werde dementsprechend in der Abstimmung der Entlastung auch so verfahren und das der Versammlung zur Verfügung stellen. Jetzt habt ihr das Wort und dürft dazu erwidern. Bitte schön. Genau. Matthias, es kann sein, dass es so ist, dass man vor einem Amtsgericht keinen juristischen Beistand braucht. Allerdings finde ich es ein bisschen krass, wenn ehemalige Mitglieder oder ehemalige Vorstände des KV Landshut, die, von denen wir seit 2 Jahren versuchen, die Unterlagen zu bekommen, sagen, dass es nicht notwendig war, einen Anwalt zu nehmen. Ich denke, es wäre eigentlich in einer Partei nicht zwingend notwendig, dass man von Parteimitgliedern nur Unterlagen bekommt, wenn man vor ein ordentliches Gericht zieht. Und von daher bereue ich keinen Cent, den ich dieser Anwältin gegeben hat, dass sie uns vor dem Gericht anständig vertreten hat. Danke. Ich sehe eine weitere Person. Ja, auch du darfst was sagen. Oh, das ist nett von dir, danke schön. Bitte schön. Mikros. Also, ich muss jetzt an der Stelle eigentlich nur an einer ganz kleinen Stelle dich kritisieren, Niki, nämlich man muss nicht auf jedes Stöckchen hüpfen. Die Entlastung des Vorstands ist im übernächsten Tagesordnungspunkt, das müssten eigentlich Oberschlauer mal wissen. Ich möchte jetzt also beim jetzigen Tagesordnungspunkt bleiben, was den Vorstand anbetrifft. Ich bin ja im Rahmen der SG Recht durchaus auch in einige interne Vorgänge eingebunden gewesen. Und was ich aus dieser Wahrnehmung sagen kann, muss ich sagen, ihr habt euren Job ziemlich gut gemacht. Und zwar deswegen, weil es intern durchaus Diskussionen gab und ich auch den Eindruck hatte, dass sich der Landesvorstand sehr intensiv mit den Problemen beschäftigt und aber letztlich sich bemüht hat, seinen Job zu machen, im Rahmen des Möglichen. Das ändert nichts daran, dass im einen oder anderen irgendwelche Fehler passiert sind, über die man auch reden kann und muss und auch soll. Das wird möglicherweise dann hinterher beim LSG-Bericht dann auch der Fall sein. Das ändert überhaupt nichts daran, dass ihr es als Landesvorstand aus meiner Sicht geschafft habt, den Fokus darauf zu richten, weswegen wir in einer Partei sind, nämlich politisch zu arbeiten und nicht irgendwelche Tool-Diskussionen zu führen. Meine persönliche Meinung ist, es war eine sehr richtige Entscheidung, dass der Landesvorstand entschieden hat, die BIMISC abzuschalten und es auf Diskurs umzuziehen, um politische Diskussionen zu ermöglichen. Selbst wenn man einer anderen Meinung wäre, dann müsste ich diejenigen, die jetzt dann immer noch nachkarteln oder nachtreten wollen, müsste ich dann fragen, inwieweit seid ihr denn bitteschön in eurem Bedürfnis, euch politisch zu engagieren und euch einzubringen und auch die Parteimeinung in politischer Hinsicht zu beeinflussen, inwiefern seid ihr denn da beeinträchtigt? Und insofern würde ich sagen, das ist in Ordnung, so wie es jetzt ist. Wir sollten auf dieser Basis auch weiterarbeiten und ich möchte euch einfach mal Danke sagen. Gern geschehen. Es klang am Anfang ein bisschen, Sie haben sich stets bemüht und waren immer pünktlich. Bitte, auch wenn Sie dir das Licht abgedreht haben, du hast das Wort. Ja, danke wieder fürs Licht. Also was mir vorhin nicht gefallen hat, was wir von mehreren Mitgliedern von euch gehört haben, das war so ein Bashen gegen die Basis. Das fand ich ein bisschen daneben, so nach dem Motto, es macht hier keiner mehr. Vielleicht gibt es Gründe dafür, dass hier keiner, dass weniger etwas hier in dieser Partei machen. Das hat was mit Motivation zu tun. Ich sehe es auch so, dass eben der LAFO auch die Institution ist, die sich um Motivation der Mitglieder vielleicht kümmern muss. Intrinsische Motivation liegt nicht jedem inne. Und deshalb finde ich das hier und heute eigentlich ein bisschen schade, dass hier von mehreren Mitgliedern des LAFO so auf die Basis gebasht wird. Dadurch wird es bestimmt nicht besser und ich hoffe nicht, dass ihr das glaubt, dass durchs Bashen etwas besser wird. An der Stelle eine kurze Zwischenfrage. Was würde dich motivieren? Also das Größte,
was einen Menschen motiviert, ist ein Lob, wenn man gute Arbeit macht. Und das ist besser, also auch in der direkten Ansprache und nicht in einer allgemeinen Ansprache, sondern auch konkret, wenn etwas passiert, dass man diejenigen vielleicht auch mal zur Seite nimmt. Natürlich bietet sich das auch an, auf so einem Parteitag vielleicht besondere Personen auch auf die Bühne zu holen und vielleicht zu loben. Das wäre vielleicht mal interessant in dieser Partei. Also ein Lob motiviert Menschen, Aufmerksamkeit motiviert Menschen. Also ich will jetzt aber gar nicht darüber referieren, wie man Menschen motivieren müsste. Aber wenn ihr auf Schulung geht, das wäre mal richtig gut. Wie motiviert man in allgemeinen Schulungen, ist das mal auf Wirtschaft bezogen, also wie motiviert man Mitarbeiter? Die Basis ist ja auch in Form der Mitarbeiter in dieser Partei. Das müsste man auf jeden Fall mal nach vorne bringen und nicht gegen die Basis zu bashen. Ich glaube, dadurch wird es eher schlechter. Was man hier eher mal bräuchte, ist eben halt auch, dass der LAFO Führung übernimmt. Nicht in Form von auch so Hierarchie, aber wir brauchen eben halt auch den LAFO, der die Mitglieder führt. Wenn eben halt es heißt, ihr wird nicht mehr Macht, dann braucht es vielleicht eine Agenda vom LAFO und wem sagt, macht mal hier mit und nicht so die Erwartungshaltung, ja, die Basis hat ja nichts gemacht. Wenn jetzt Anträge geschrieben werden, dann muss man vielleicht auch mal dazu aufrufen, wir schreiben gerade an einem Antrag, macht da mal mit. Bei dem komme ich jetzt gleich zur BYMISC. Dadurch, dass die abgeschafft wurde, gibt es mittlerweile auch gar keine Liste mehr, wo man solche Ankündigungen machen kann. Ich weiche teilweise mal auf andere Listen mittlerweile aus, aber wo hätte ich denn heute bitte auch bayernweit ankündigen sollen, wo jetzt der Livestream zu diesem Parteitag zu finden ist? Wenn ich jetzt gerade da sehe bei der Umfrage, ich weiß nicht, ob es das tatsächlich so ist im täglichen, wenn ich aber höre, 9 Leute benutzen es täglich, dann hätte ich jetzt gerade 9 Leute erreicht, wenn ich da jetzt irgendein Thema aufgemacht hätte. Auf der MISC habe ich weiß nicht, wie viele 100 erreicht, ob sie es gelesen haben oder nicht. Ich habe es nur im Stream gemerkt, die Mail ist auch rausgegangen und ich habe sofort Leute drauf gehabt. Also, also eine Ankündigungsliste gibt es im Moment nicht mehr und das ist auch ein großer Nachteil, diese Liste einfach abzulösen. An der Stelle habt ihr auch keine Führung in meinen Augen übernommen, konstruktiv damit umzugehen. Ihr habt einfach nur das Zimmer zugemacht, ein ganz kleines Zimmer aufgemacht und da passen jetzt irgendwie nicht mehr so viele rein oder es ist irgendwie anders. Also das fand ich nicht optimal, aber du hast es auch vorhin gut analysiert bei der Umfrage. Entweder waren eure Fragen schlecht, ich finde ja, Fragen waren schlecht und ja, vielen interessiert es irgendwie auch so richtig nicht oder sie finden den Diskurs als Alternative nicht optimal. Grundsätzlich, Marion hat es auch angesprochen mit den Beschlüssen, dass irgendwie Dinge, die ihr beschlossen habt, nicht genutzt werden. Ja, aber man erfährt darüber auch nichts. Nur wenn man die Zeit hat, in der LAFO-Sitzung teilzunehmen, kriegt man einen Teil mit, was ihr macht. Die Beschlüsse kriegt man natürlich dort mit. Wenn man jetzt gerade noch so am Ende, ja, die Umlaufbeschlüsse, wenn man das alles noch so dann noch realisiert. Dass zwischen den Vorstandssitzungen Umlaufbeschlüsse stattfinden, man muss das sich alles so ein bisschen holen. Es wäre gut, wenn man dann auch, also wenn ihr kritisiert, dass die Leute nicht teilnehmen, dann müsst ihr vielleicht auch darüber kommunizieren, wenn das Prinzipien sind. Ich empfinde mich schon als einen relativ aktiven Piraten, aber ich habe in den letztes Jahr, seitdem ihr im Vorstand seid, recht wenig mitbekommen, was in diesem Landesverband überhaupt passiert. Wenn ich jetzt nur ein Mitglied wäre, was jetzt so angemeldet ist, mein Mitgliedsbeitrag vielleicht unregelmäßig bezahlt, ich glaube, man kriegt von diesem Landesverband fast gar nichts mit. Ist jetzt so meine Wahrnehmung. Und dann auch wieder zu kritisieren, ihr nutzt etwas nicht, wofür wir Geld bereitgestellt haben. Das ist dann irgendwie so eine Kommunikation. Vielleicht erwartet ihr, dass alles sich geholt wird, aber Führung bedeutet an dieser Stelle, dass man auch sowas dann auch kommuniziert und auch eben halt solche Informationen bringt. Auf jeden Fall kann ich nicht erwarten, dass dann sowas auch genutzt wird. Ich muss mal gucken, ob ich mir noch was notiert hatte. Das ist das, was mir so erstmal spontan eingefallen ist. Danke. Also wir haben einmal oder zweimal einen Newsletter dieses Jahr rausgeschickt
Wir hätten sehr gerne öfter einen Newsletter rausgeschickt, allerdings ist es bei den derzeitigen personellen Kapazitäten nicht möglich, das zu tun. Zu Diskurs kann David noch ein paar Worte sagen, wenn er möchte. Ich verstehe, dass du sagst, dass Information eine Bringschuld ist. Die Sachen, also die ganzen Vorstandsbeschlüsse, können jederzeit im Wiki nachgehört werden und es gibt auch von allen Vorstandssitzungen Aufnahmen, die man sich runterladen und auf dem Weg ins Büro anhören kann. Genau. David, möchtest du noch was sagen? Jo, ganz kurz noch. Zu deinen Bemerkungen, wir würden die Basis bashen. Ich glaube, keiner von uns hat übermäßig die Basis hier oben beschimpft, sondern wir haben auf Missstände hingewiesen. Ich denke, das ist... Also bei mir ist es auf jeden Fall so angekommen. Gut, dann, das ist jetzt die Wahrnehmung. Gut, dann hast du uns, denke ich, missverstanden. Es war eine berechtigte Kritik. In einer Partei sind nicht die Vorstände, jedenfalls bei uns nicht, die einzig Handelnden. Handel selbst, unser piratiges Mandat, an das, denke ich, können wir uns jederzeit erinnern. Die zweite Sache mit dem Dankesagen. Bei wie vielen Leuten habe ich mich bedankt? Unter anderem auch bei allen Aktiven. Es tut mir leid, dass ich nicht jeden namentlich genannt habe. Das passiert. Aber ihr könnt es uns glauben, wenn Menschen für diese Partei arbeiten und uns helfen, Dinge umzusetzen, dann bedanken wir uns bei diesen Menschen auch unterjährig. Weil ich denke, das ist motivierender, wenn jemand einen direkten Response bekommt. Zu Diskurs, beziehungsweise wir haben keine Plattform mehr, die wahrgenommen wird. Also wir hatten auf der BIMISC zum Zeitpunkt des Abschaltens um die 200 Mitglieder. Wir haben jetzt auf Diskurs die 115, 117 Mitglieder. Das heißt, der Schwund ist jetzt nicht so, dass du sagst, du erreichst auf einmal niemanden mehr im Landesverband. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir Informationen bereitstellen, dann können wir erstmal nur sagen, Leute, hier sind die Informationen, hier findet Programmarbeit statt und das jetzt nicht nur auf Diskurs, sondern wir haben, ich glaube, zu jedem Themenbereich, den wir angestoßen haben, das über die verschiedenen Social-Media-Kanäle publiziert, ob dann jemand dann daran teilnimmt oder nicht. Wir haben es, denke ich, an der Umfrage gesehen, wie hoch die Beteiligung ist. Es ist halt leider so, dass viele Mitglieder aktuell in einem etwas passiveren Zustand sind. Dass wir daran arbeiten müssen, und zwar alle gemeinsam, nicht nur die Vorstände, Mitglieder wieder zu aktivieren und Mitglieder wieder zu motivieren, ich denke, das ist eine Binsenweisheit. Danke. Olaf und Marion möchten auch noch was sagen. Das meiste hätte ich auch schon vorgebracht. Es gibt noch zwei Punkte zum Motivieren. Und das hört sich vielleicht ein bisschen kleinlich an, aber offensichtlich muss ich sie erwähnen im größeren Kreise. Jedes Mal, wenn wir eine Veranstaltung durchgeführt haben, habe ich mir die Freiheit genommen, sogenannte Dublonen im Wiki zu verteilen. Jeder, der dort mitgemacht hat, hat für sein Engagement im Wiki eine Dublone von mir bekommen. Ist vielleicht ein bisschen kindisch, aber auch das, finde ich, gehört zur Motivation. Zu den Kommunikationen. Es ist nicht umsonst so, dass man von Kommunikationskanälen spricht. Es wird nicht einfach irgendwas hinausposaunt in die Welt, sondern es wird gezielt informiert. Niki hat es gerade schon angesprochen, es gibt die Protokolle im Wiki, es gibt die Audio-Files, es gibt auch die Teilnahme logischerweise an den Mumbles. Und wer möchte, findet seinen Weg zu den Informationen. Hier jetzt quasi vom Push-to-Talk zu sprechen, wäre vielleicht zu viel. Aber wenn ihr mitmachen wollt, seid ihr jederzeit willkommen. Danke. Warst du in Regensburg?
Ron. Ja, aber ist die Frage ernst gemeint? Nicht wirklich, aber dann, ich verstehe dann nicht so ganz, wie du auch dann darüber sprechen kannst, dass ein Danke gefehlt hat, ein Danke auf der Bühne gefehlt hat. Wenn ich jedem Einzelnen danken würde in dieser Partei, dann hätten wir jetzt... Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Hast du schon? Du hast gesagt, von wegen Menschen auf die Bühne holen. Wir haben das auf dem letzten Landesparteitag in Regensburg getan. Wir haben mit selbstgemalten Herzchen und Dankeschildern gestanden, um euch den Respekt darzubieten, den ihr verdient. Natürlich ist es immer doof, wenn man dann im Ganzen sagt, die Basis tut nichts. Und ich glaube, so war es auch nicht gemeint. Man schimpft dann immer die Leute an, die dann just gerade da sind, die eben nie gemeint sind. Das ist, die Dankeskultur in unserer Partei ist etwas, woran wir stetig arbeiten müssen. Umso mehr würde es mich freuen, wenn die Gesten, die kommen und auch die Dankesgeschichten, die irgendwo in Mails dann auch sind, wenn die dann nicht so schnell vergessen wären. Denn, wie gesagt, ihr seid Gott sei Dank so viele, die mitarbeiten, dass wir es nicht schaffen, jeden namentlich zu ernennen. Und bei den Anträgen, die ihr stellt, wir versuchen, wenn wir sehen, dass die Leute nicht in der Vorstandssitzung waren, wir versuchen, ihnen dann eine Mail zu schreiben, manchmal geht es eben im Alltag unter, dass wir schreiben, dein Antrag wurde angenommen, dein Antrag wurde abgelehnt, dein Antrag wurde vertagt. Und was ich in meinem Rechenschaftsbericht verlinkt habe, dass wir manche Anträge auch nicht behandeln, das liegt lediglich daran, dass wir sie einfach schon umgesetzt haben, aber natürlich dann auch dem Antragsteller sagen, du, wir haben es nicht behandelt, wir haben deinen Button da eingeführt. Ich? Ja. Ich frage nur vorsichtshalber. Ja, lieber Landesvorstand von Bayern, Lafo from hell, wer zur Hölle hat euch die hässlichen T-Shirts verkauft? Ich muss Ron an einer Stelle recht geben, ich finde du's Kurs kacke. Das liegt einfach daran, dass ich keine Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Mailinglisten konnte ich, kann ich, funktioniert. Ich habe was Neues eingeführt, bin ich ausgeschlossen, weil ich einfach nicht die Nerven dazu habe, mich da jetzt anzumelden, mich damit zu beschäftigen. Deswegen bin ich aus der Diskussion in Bayern raus. Ist ein bisschen schade, aber ist okay. Ron hat noch etwas anderes gesagt, was wirklich, wirklich wichtig ist. Leute motiviert man mit Lob und Danke. Und genau das möchte ich an der Stelle einmal ganz, ganz deutlich tun. Ihr seid ein richtig geiler Landesvorstand. Ihr macht eine super Arbeit. Ihr habt Entscheidungen getroffen, die ich nicht alle mittrage. Siehe Diskurs, finde ich kacke, aber ihr habt eine Entscheidung getroffen. Und dafür habe ich euch gewählt und dafür würde ich euch jederzeit wieder wählen. Und deswegen an dieser Stelle herzlichen, herzlichen Dank für eure Arbeit und euren Einsatz. So, jetzt hat Seko mir die Hälfte meines Beitrages genommen. Vielen herzlichen Dank. Ich wollte mich nämlich auch bedanken und nur ein kurzer zweiter Teil noch. Hat mir ja glücklicherweise nur die Hälfte genommen. Was zur Kultur, zur Mitarbeit, zur Kritik am Landesvorstand selber. Bitte denkt daran, alle, wie Sie da vorne stehen, das sind zwar gewählte, aber nicht bezahlte Leute. Das machen die alle alles in ihrer Freizeit, sämtliche Arbeit, auch die ganzen Einsätze, die nicht nötig sind, vor Gericht und ähnlichen Scherzen. Das kostet Zeit, das kostet viel Zeit, das kostet Zeit, die an anderer Stelle, und ja, Ron, dann bist du einer der Leidtragenden davon, eben nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn der Vorstand sich auf das, was wirklich wichtig ist, konzentrieren könnte, wenn man ihn daran lassen würde, das zu tun, was er tun möchte und tun sollte, und nicht das tut, was er tun muss, weil er dazu gezwungen wird, ja, dann würde vielleicht auch ein bisschen mehr in dieser Richtung funktionieren, lieber Ron. Leider ist dem aber nicht so und deswegen geht viel, viel Zeit in die andere Richtung flöten. Also nochmal von mir vielen, vielen Dank. Ich fühle mich gut informiert, das liegt aber auch daran, dass ich eben
sowas nicht nur als reine Bringschuld, sondern ein bisschen auch als Huldschuld sehe. Also wenn ich nicht in einer LAFO-Vorstandssitzung hocke, na, dann gucke ich halt verdammt nochmal nach, was passiert ist. Und ich weiß, wo ich nachgucken kann, ich finde die Informationen. Ein Vorschlag finde ich aber von Ron durchaus sinnvoll auch noch, den man eventuell überlegen sollte. Und das ist die Idee, Informationen zu verteilen. Die Idee hatte ich damals in der Oberpfalz schon. Sie hat irgendwie nur so leidlich gut funktioniert, aber vielleicht kriegt ihr das besser hin als ich. Eventuell doch eine Mailingliste bestehen zu lassen, die aber rein lesend für die Leute ist, nämlich eine Announce-Mailingliste, wo man tatsächlich Ankündigungen verteilen kann an die Leute, die es haben wollen. Das heißt, eine reine Mailingliste, wo es ausgewählte Leute gibt, die schreiben können, die halt Veranstaltungen machen und ähnliches, und die können dann darauf posten, oder es wird halt über den LAFO, über irgendeinen Verantwortlichen relayed, und dann hat man dieses Tool zur Verfügung. Also nochmal, vielen Dank. Okay. Danke für das Danke. Debüt announced, die gibt's schon, da sind noch nicht so viele Leute abonniert. Ja, also Bü announced abonnieren, und wir sehen ja, wer sich da anmeldet, und dann kann man da dann die Informationen darüber raushauen. Man kann auch Informationen, die andere Leute an diese Liste schicken, dann freischalten. Das müssen nicht alles wir machen. Defi? Der Ron hat mir einfach eine gute Idee gebracht, und zwar, weil man nicht immer auf... Näher ans Mikro. Nur näher, ja. Sonst fast zu mir blär so. Der Ron hat eine gute Idee gehabt, und zwar war es möglich, dass Infostände und ähnliches, also Termine so im 14-täglich oder monatlichen Dings per E-Mail rausgehauen wird, damit man auch weiß, wo was los ist, wenn man halt nicht so viel Zeit hat, das alles zu verfolgen. Das war meins. Das wäre eine Idee, den Eventkalender damit aufzubohren, weil die Termine manuell zu pflegen ist, glaube ich, vom Zeitaufwand her im Moment nicht machbar. Außer du bewirbst dich freiwillig, das zu tun. Schauen wir mal. Moment. Ja, so kann es gehen. Dietmar, ich weiß nicht, vielleicht habe ich dich auch nur falsch verstanden. Ich habe aber so den Eindruck, wenn wir diese Termine, Ankündigungen und so weiter raushauen in Form von einem Newsletter und das alle 14 Tage machen und das an alle Mitglieder verschicken. Ich weiß nicht, ob wir uns da so einen großen Gefallen damit tun, weil viele das dann eventuell als Spam empfinden. Gut, können wir gerne machen, wenn sich Menschen finden, die uns so unterstützen oder den kommenden Vorstand unterstützen. Hey, du hast den Job. Ja, ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um Danke zu sagen. Wir haben mal wieder ein Jahr wunderbar zusammengearbeitet. Es hat viel Spaß gemacht. Es hat sehr viel geklappt. Kleine Reibereien konnten wir klären. Und nachdem es eine große Diskussion gab, möchte ich vielleicht noch was zum Nachdenken geben. Vielleicht brauchen Menschen, die zwischen 20 und 60 Stunden in der Woche für die Partei arbeiten, einen Großteil ihrer Aufgaben spenden, sich pausenlos von irgendjemandem in nicht immer sehr höflichem Ton Dinge anhören müssen, was sie denn schon wieder alles falsch gemacht haben, auch mal ein wenig Motivation. Und man muss das nicht nur von ihnen immer erwarten, dass sie geben. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen, und ich motiviere euch gern. Ja, ich war jetzt etwas überrascht. Mit dieser Art der kurzen Aussprache habe ich nicht gerechnet. Wir auch nicht. Ja, das weiß ich, dass ihr damit auch nicht gerechnet habt. Wenn es sonst niemanden mehr gibt, der dem LAFO etwas zu sagen hat, dem amtierenden LAFO, dann würde ich sagen, die dürfen sich jetzt erstmal wieder von der Bühne bewegen, denn jetzt würde der Bericht der Rechnungsprüfer bekommen. In diesem Fall auch. Genau.
keine Kassenprüfer? Doch, Kassenprüfer, oder? Ja, steht nicht auf der TO, aber da war ich jetzt, da habe ich nicht aufgepasst. Normalerweise sollten die das gemeinschaftlich machen. Ja, muss ich ja nochmal so sagen. Ich habe einfach nicht aufgepasst bei der TO. Ich dachte, die Ausarbeitung wäre so gewesen, dass Kassenprüfer und Rechnungsprüfer da steht. Du hast Rechnungsprüfung gemacht, gell? Okay. Ja. Gut, dann erzähle ich mal Kassenprüfer. Wer möchte denn beginnen? Will nur einer reden? Das könnt ihr euch ganz selber zuschustern. Sag, was du zu sagen hast. Du hast das Wort. Ja. Ne? Es geht also um Finanzen. Hört ordentlich zu. Es geht um den Bericht zunächst mal der Kassenprüfer. Wir hatten drei Kassenprüfer, Manel, Spinni und ich. Wir hatten leider ein kleines Kommunikationsproblem, denn Manel hat eingeladen zur Kassenprüfung alle drei in der LGS am 31.08. Da hat man es auch darauf eingestellt. Bedauerlicherweise hat sie sich vertippt, sie hat den 31.07. gemeint. Und am 31.08. haben wir dann festgestellt, dass Manel die Prüfung bereits gemacht hat. Sie darf das auch alleine machen, wenn sonst niemand da ist. Und sie war ja eben zu dem Zeitpunkt alleine und hat also die Kassenprüfung gemacht. Ich habe mir heute den Prüfbericht auch nochmal angeschaut. Es sind zwei kleine Fehler drin. Das eine ist ein Datum, da steht noch was drin. Es geht um den Bericht aus 2009. Das müsste noch korrigiert werden. Und dann fehlt noch ein Teil, das kann Manel aber, glaube ich, selber sagen, was noch von unserem Schatzi fehlt. Ansonsten war die Prüfung, so wie es ich gesehen habe, vom Bericht her in Ordnung, kann aber im Detail natürlich jetzt nicht dazu sagen, weil ich die einzelnen Belege nicht gesehen habe. Und ich gehe aber davon aus, dass eine erfahrene Kassenprüferin das ordnungsgemäß geprüft hat. Also die Kasse war ordentlich geführt, die Bücher sind vollständig, die Belege, die Buchungsbelege und die Kosten, die Kontoauszüge passten zusammen, es gab keine Lücken, es gab keine Unstimmigkeiten. Zu den Ausgaben gab es Beschlüsse, das war alles nachvollziehbar und vollständig. Es gab eine Buchung, die nicht vollständig war, da ging es um 2,48 Euro Zinseinnahmen, die noch nicht korrekt im richtigen Jahr verbucht waren. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so wirklich dramatisch, wenn ich ehrlich bin. Da ging es um das Kautionskonto, welches nicht nachgezogen war. Das fand ich jetzt nicht allzu dramatisch. Ich hatte noch die Anmerkung, dass ich um die Darstellung der Vorgänge, die dazu geführt haben, dass es notwendig war, eine Rechtsanwältin zu engagieren, bitte, das ist passiert. Damit habe ich keine Anmerkungen mehr zum Rechnungsprüfungsbericht und würde die Entlastung des Vorstandes empfehlen. Wir haben danach noch den restlichen Zeitraum im Rahmen der Kassenprüfung geprüft und da kann jetzt Alo was zu sagen. Also wir haben das geprüft und bis auf zwei Buchungen ist das noch nicht verprüft gewesen, aber das ist auch die Quittungen da gewesen, also kann ich auch nichts falsch sagen. Also ich sage auch, dass das entlastet werden sollte. Ja, ihr seid fertig. Trotzdem darf man eigentlich Fragen dazu stellen. Wenn jemand Fragen hat, dann möchte er sich bitte jetzt zum Mikrofon begeben. Ansonsten schließe ich das sofort wieder. Keiner möchte den Kassen- und Rechnungsprüfern Fragen stellen. Dann bedanke ich mich hier für eure Arbeit. Vielen Dank. Ne? Und auch ihr dürft euch bedanken. Wir sind jetzt bei dem Bericht der Vertrauenspiraten. Soweit ich mich erinnere, ist einer der Vertrauenspiraten Benny gewesen bis jetzt, nicht? Wie auch immer. Die Vertrauen nicht laufen, in Ruhe, ganz langsam, du hast Zeit. Ne? Nur alle anderen müssen laufen, nur du nicht. Also als Vertrauenspiratin dürften wir ja sowieso nicht wirklich berichten über das, was wir tun, aber wir hatten auch nicht wirklich viel zu tun. Also deswegen gibt es nicht viel zu sagen. Nein.
Ich würde gerne nur hinzufügen, entweder wir haben enorme Fortschritte gemacht in der innerparteilichen Kommunikation oder wir müssen ganz dringend mehr Werbung dafür machen. Uns gibt es! Yay! Redet mit uns! Oder redet gleich miteinander, das ist natürlich das Optimum, aber es gibt uns weiterhin. Ja, okay. Gibt es Fragen, dann bitte. Es ist klar, dass die Vertrauenspiraten aufgrund ihrer Tätigkeit... Lass mich fragen. Ist klar. Bitte schön. Es gibt euch, aber die Sache ist halt nur formal. Wenn man eigentlich sieht, dass nahezu überhaupt kein einziger Konflikt in dieser Partei richtig gelöst wurde, dass alles weiterkocht, das ist auch... Persönlich habe ich mich einmal an die Vertrauenspiratin gewandt. Das Ergebnis ist wie immer, kann man sich schenken. Es kommt eigentlich nichts dabei heraus. Und meines Erachtens, es fehlt wirklich in dieser Partei. Wir haben so große Probleme. Wir haben so persönliche Auseinandersetzungen in dieser Partei. Und ich sehe es schon als Aufgabe der Vertrauenspiraten an, da mal ein bisschen mehr Harmonie beizubringen und wirklich dafür zu sorgen, dass überhaupt ein Kommunikationsaustausch stattfindet. Größtenteils ist es ja so, dass jegliche Kommunikation verweigert wird. Danke. Ihr könnt, ihr müsst aber nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine Frage an uns war oder ein ja, es gab eine Anfrage an uns. Und ja, ich weiß, dass das nicht in deinem Sinne bearbeitet. Nein, aus meiner Sicht schon. Also ja, ich habe mich darum gekümmert, dass das Ergebnis nicht das ist, was du dir wünschtest, ist wieder ein anderes Thema. Okay. Was möchtest du jetzt von uns? Ich frage mich, ob man überhaupt diese Position braucht in dieser Partei, wenn es nicht funktioniert. Also entweder... Ich bin froh, dass wir so wenig gebraucht wurden. Es spricht für die Partei, dass keiner mit uns reden will. Bedeutet aber im Umkehr, es gibt keine persönlichen Konflikte in dieser Partei, im Landesverband? Es gibt welche, aber die werden normalerweise direkt geregelt. Man muss nicht Fremde hinzuholen. In den meisten Fällen ist eine Mediation nicht nötig. Das ist doch gut so. Ja, man muss mal anschauen, wie viele Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen wurden vom Landesvorstand. Dazu kann ich dann sagen, wenn diese Personen sich an uns wenden möchten, dann steht es diesen Personen frei. Um jetzt mal eine leichte Analogie zu ziehen, wenn ich jetzt zwei Löwen in einen Käfig schmeiße und man mich da reinwirft und sagt, jetzt mach mal Mediation, dann kann ich mich schon dazwischen setzen und sagen, Kinder, redet miteinander. Das heißt aber noch lang nicht, dass die das dann tun. Wir können es versuchen, aber eine gewisse Bereitschaft auf allen Seiten ist da dann halt notwendig. Also es gibt hervorragende Beispiele. Also wenn man zum Beispiel bei so einem Amtsgericht erscheint und dann plötzlich merkt, wie eine Rechtsanwältin und ein Richter aber sich um einen Ausgleich bemühen. Und da muss ich also wirklich sagen, die haben das beide wunderbar und hervorragend gemacht. Das sind die beiden Kontrahenten, haben sich wunderbar geeinigt. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich denke an dieser Stelle einen letzten Satz noch, bitteschön. Einen letzten Satz noch. Ich hätte halt gerne, dass es wirkliche Vertrauenspiraten gibt, die sich auch um die Sache bemühen in dieser Partei. Und die wirklichen Probleme. Danke für deinen Beitrag. Wir hoffen sehr, dass wir in Zukunft den hohen Ansprüchen gerecht werden können. Wir bedauern zutiefst, dass wir keine Volljuristen sind. Und auch keine Löwenbändiger. Wir hatten es ja gerade davon. Ne? Danke, dass ihr euch dafür zur Verfügung stellt, euch zwischen streitende Parteien zu werfen und zu versuchen, da sachliche Lösungen mit den Leuten zu finden. Und danke, dass ihr das jetzt ausgehalten habt. Okay. Möchte noch irgendjemand etwas zur Tätigkeit der... Ich fragte irgendjemand.
Na gut. Ich habe tatsächlich mal eine Frage an euch. Haltet ihr denn die Funktion von Vertrauenspiraten für sinnvoll und zielführend? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Ich frage es auch deswegen, um ein Stück weit auch euer Selbstverständnis als Vertrauenspiraten abzufragen und da auch einen gewissen Einblick zu bekommen. Also ich würde sagen, ein ganz klarer Fall von Jein. An sich, also wie ich bei meiner Vorstellung letztes Jahr in Regensburg schon gesagt habe, ich bin ja Lehrerin und zwischen streitenden Menschen, egal welchen Alters, braucht man manchmal einen Mediator. Es ist aber immer die Frage, wer wendet sich an uns? Was wir im letzten Jahr gesehen haben, ist, dass es sehr wenig Anfragen gab. Das heißt anscheinend, dass die meisten von euch und von uns inzwischen die Probleme anderweitig lösen. In den wenigen Fällen, wo wir kontaktiert wurden, kam es halt dann sehr darauf an, ob die entsprechenden Parteien konkret Interesse an einer Schlichtung hatten oder nicht. Das ist egal, ob man das jetzt dann über Mails macht, ob man das real life macht oder ob man das über Twitter macht. Ich persönlich bin der Meinung, es ist auf jeden Fall nicht falsch, dass es uns gibt. Wir würden natürlich hoffen, dass wir über kurz oder lang sinnfrei werden, weil alle nur noch untereinander konstruktiv kommunizieren. Andererseits sind wir Menschen und ich bin auch nicht immer konstruktiv, ich gebe es zu. Was ich auch noch für wichtig halte, ist einfach einen Ansprechpartner von außerhalb zu haben. Es geht ja nicht immer darum, zwischen den Parteien zu vermitteln, sondern oft auch nur dem einen, der ein Problem hat, zu beraten, wie er damit umgeht. Also ich hatte auch eine Anfrage von außerhalb Bayerns, weil sozusagen die Vertrauenspiraten dann stehen ja im Netz, dann nimmt man lieber von jedem anderen Landesverband jemand, der wirklich nicht drinsteckt im Konflikt und fragt da mal nach. Und das hilft, mit jemandem drüber zu sprechen. Also ich finde das als Amt auf jeden Fall sinnvoll und wenn keiner kommt, dann ist es gut so. Aber haben sollst du es. Ja, vielen Dank dafür. Also auch für eure Tätigkeit. Bitte. Ich wollte nur noch ein Wort sagen. Ich möchte nämlich, obwohl es fast keine Arbeit ist, damit aufhören. Das heißt, es bräuchte jemand anders, der das weitermacht und vielleicht sollte es wieder ein Mann sein, damit wir von jeder Sorte einen Vertrauenspiraten auch haben. Von jeder Sorte, aha. Na gut, wir können auch drei Vertrauenspiraten und noch ein Eichhörnchen wählen. Ich wollte nur... Nein, nicht wählen, aber... Ist schon in Ordnung. Also, wir werden genug Sorten zur Verfügung stellen, hoffe ich zumindest. Ja, an dieser Stelle kommen wir zu dem Tagesordnungspunkt des Entlastung des Vorstandes. Und vorhin bei der Aussprache hat ein Antragsteller zu der Entlastung schon einen Antrag, den ich ja, wie gesagt, da schon aufgenommen habe und berücksichtige. Ich weise nochmal die Versammlung darauf hin, es gab einen verdammt sonstigen Antrag 04, den ich nicht zulasse, weil er einfach am falschen Zeit und falschen Ort gestellt ist. Aber der Antrag wurde ja nun mal vorgetragen. Ja, der Vorstand darf sich ruhig zu seiner Entlastung auf die Bühne bewegen. Das können die auch ganz eigenständig machen, ohne dass ich sie dazu auffordere. Aber wenn ihr das braucht, dann bitte hopp, hopp, auf geht's. Ich formuliere das jetzt nochmal so. Erstmal sind wir in dem Tagesordnungspunkt der Entlastung. Natürlich traditionell kenne ich es von Versammlungen, dass Vorstände gesamtentlastet werden. Das heißt gesamtentlastet, dass alle Personen gleichzeitig entlastet werden. Natürlich kann man auch eine Einzelentlastung machen. Gibt es weitere Anträge zur Entlastung? Dann möget ihr das bitte jetzt tun, damit ich die in der Formulierung der Entlastung berücksichtigen kann. Gut, wir bleiben also bei einer Gesamtentlastung des Vorstandes und den Antrag zu der Entlastung formuliere ich jetzt nochmal für die Versammlung. Ich möchte bitte dem Antragsteller bitten, dass, falls ich mich irre, gerne sofort die Hand zu heben und mich zu korrigieren, damit wir da im sicheren Fahrwasser fahren. Es ist so, dass die Versammlung jetzt erstmal gefragt wird, ob aus der Entlastung
Anwaltskosten in Höhe X im Rahmen einer Klage vor dem Amtsgericht sowie die Übernahme ihrer privaten Kosten, ich nehme das jetzt mal aus dem Antragstext raus, wegen eidesstattlicher Falschaussage, bitte, deshalb bitte. Formulier es selber, ganz ruhig. Der Text ist von jemand geändert worden, ist wieder Schmarrn gemacht worden draußen. Okay, gut, deshalb sage ich es. Es geht rein um die Rechtsanwaltkosten von ca. 2.000, alles 2.500. Klar. Also, ja? Ich erkläre der Versammlung nochmal, es ist zulässig, dass einzelne Rechtsgeschäfte aus der Entlastung herausgenommen werden. Trotzdem muss ich der Versammlung beide Optionen anbieten, das heißt also, ob ihr das aus der Entlastung rausnehmen möchtet. Und das würde ich im Vorfeld machen, bevor wir dann zur Abstimmung der Entlastung kommen, so wie sie da sich dann darstellt. Wer dafür ist, dass diese Anwaltskosten aus der Entlastung und der Haftbarkeit der Vorstände genommen wird, der stimmt bitte jetzt mit Ja und Nein gleichzeitig bitte. Also ich bitte, alle Karten nach oben zu machen. Ja, ich formuliere nochmal sauber. Also, ne, bitte gleichzeitig abstimmen. Es geht jetzt um die Abstimmung. Wer dafür ist, hebt die Ja-Karte. Wer dagegen ist, dass diese Kosten aus der Entlastung herausgenommen wird, wählt die Nein-Karte. Bitte jetzt nochmal um Abstimmung. Ja, fürs Protokoll ist das eine Ja-Stimme. Und damit kommen wir jetzt zur Entlastung des Vorstandes. Ich bitte jetzt um Handzeichen für die Entlastung des Vorstandes, jeweils gleichzeitig mit, auch fürs Protokoll mit einer Gegenstimme ist hiermit der Vorstand entlastet. Ihr seid frei. Du darfst, bitteschön. Der gerade nicht amtierende Vorstand bedankt sich bei der Versammlung für die Entlastung und ich bedanke mich bei meinem 9. Landesvorstand. Ihr wart großartig. Auf der Bühne bleiben, auf der Bühne bleiben. Emanuel hat das Wort. Das ist ganz intransparent gelaufen, habe ich nicht auf die Tagesordnung gesetzt, aber ich darf das. Guckt nach, Versammlungsgesetz, Paragraph 8. Außer meine Eltern. Thomas, als besondere Anerkennung noch ein Satz Geduldsfäden für dich. Thomas, auch du? Klaus, auch du, Entschuldigung. Kein Problem, Erika. Das mit dem Kurzfassen müssen wir noch üben, ansonsten. Vielen Dank für deine Arbeit. Dann sage ich jetzt nicht so viel. Für Klaus auch noch eine kleine Anerkennung, einfach eine Notfallschokolade, wenn es mal wirklich eng wird. Auch für Niki haben wir eine kleine Aufmerksamkeit. Versöhnungsdrops mit Friedensangebot. Benni, auch du? Vielen Dank. Als Schwabe in Bayern ist das Bild echt hart. Ich hoffe, du wirst es von mir erhalten. Ganz vor. Auch für Benni eine kleine Aufmerksamkeit, ein gutes Karma in kleinen Dosen. Astrid, ja. Die Erfinderin der Salbe und begnadete Kopfwäscherin, vielen Dank für deine Arbeit. Immer gerne. Also, als Ergänzung für Astrid, natürlich Humor in kleinen Dosen. Danke, danke. Wer sie nicht kennt, das ist Dorle. Ihr solltet sie kennen, ehrlich.
weil Dorle ja als Schatzmeisterin sehr aktiv ist und wie immer viel letztendlich sie sich einbringt, deswegen ein Danke-Spezial. Vielen Dank für viel Herz und viel Seele und viel Arbeit. Auch für Marion haben wir eine kleine Aufmerksamkeit, eine Notfall-Clown-Nase. Ich weiß auch nicht. Ich gebe mir viel Mühe. Olaf Konstantin. Vielen Dank. Der Clown, der für den schläft. Kriegen wir den auch mal zu sehen? Also es gibt nicht viele Menschen in meinem Leben, denen ich Spitznamen vergeben habe. Den ich gerne Olaf geben würde, habe ich leider schon jemanden angegeben. Ich würde ihn gerne Kermit nennen. Deswegen an der Stelle Entspannung in kleinen Dosen. Kermit, auch für dich. Du gibst alles gut verteilt, sogar überflüssige Vokale. Davids größtes Problem, nachdem er ja so engagiert ist, ist ja einfach das Problem mit Zeit. Deswegen kriegt er von uns noch Zeit, auch in kleinen Dosen. Vielen Dank euch allen. Danke dir. Danke dir auch. Genau, euer Vorstand. Ich hoffe, ihr wählt morgen wieder weise, so wie ihr das letztes Jahr auch getan habt. Ihr dürft ihn dann jetzt verabschieden. Vielen Dank. Ja, wie ich sehe, ist das Schiedsgericht ja für seinen Bericht schon auf dem Weg zum Podium. Kommt ruhig ein bisschen näher her. Ja, hallo miteinander. Ich habe für das Landesschiedsgericht den Bericht des vergangenen Jahres abzugeben. Auf dem Landesparteitag in Regensburg, das war fast genau vor einem Jahr, wurden drei Richter und drei Ersatzrichter gewählt. Im Laufe dieses Jahres ist ein Ersatzrichter ausgetreten. Einer ist zurückgetreten und einer ist verschollen. Dieser Verschollene, der musste demzufolge in den von bei uns anhängigen Fällen dann ausgeschlossen werden. Das ist natürlich auch nicht sehr erfreulich. Was die Ursachen anbetrifft, kann ich, glaube ich, auf einige atmosphärische Teile dieses LPTs einige Wortbeiträge und auch auf einige Personen verweisen. In dem Zeitraum, über den wir zu berichten haben, wurden die Verfahren wie folgt beendet. Wir haben ein Verfahren mit Urteil abgeschlossen. Eine Verfahrenseröffnung wurde wegen formaler Mängel abgelehnt. Eine Anrufung wurde vom Antragsteller zurückgezogen. Ein Verfahren wurde wegen Untätigkeit vom Bundesschiedsgericht an ein anderes LSG verwiesen. Und wir hatten 8 Erklärungen der Handlungsunfähigkeit durch das LSG Bayern und Verweisung durch das BSG an ein anderes Landesschiedsgericht. Zahlenmäßig waren es etwa gleich viele Verfahren wie im letzten Jahr. Arbeitsmäßig war es allerdings deutlich mehr. Wir haben uns während unserer Arbeit auch intensiv über die Rolle des Schiedsgerichts immer wieder unterhalten und haben immer auch geschaut, dass wir hier den Ansprüchen, die wir am Anfang in den Gesprächen gehabt haben, immer wieder gerecht zu werden. Da waren wir auch alle einer Meinung, dass ein Schiedsgericht grundsätzlich immer eine neutrale und auch eine vertrauenswürdige Instanz sein soll. Insoweit sollte auch ein Schiedsgericht, ähnlich wie ein Vorstand, wenn auch auf einer etwas anderen Ebene, ein Vorbild sein und das vorleben, und zwar nicht nur im Rahmen seiner Tätigkeit, sondern auch durch sein sonstiges Verhalten. Jeder Mensch macht Fehler, aber das war zumindest der Anspruch an uns selbst und ich denke, wir sind dem überwiegend auch gerecht geworden.
Allerdings war es nicht so ganz einfach, dass wir als neutrale und vertrauenswürdige Instanz auch tatsächlich so wahrgenommen wurden. Ich kann hier auf einen Vergleich verweisen. Die Frage wurde auf dem letzten Landesparteitag ausdrücklich gestellt, deswegen kann ich den Vergleich jetzt hier anstellen. In der Amtszeit des letzten LSG, also bis zur Wahl vor einem Jahr, hat das Bundesschiedsgericht die Entscheidungen des Landesschiedsgerichts, dem ich ja auch bereits angehörte, in jedem Fall gehalten. Im abgelaufenen Jahr hat das Bundesschiedsgericht keine einzige unserer Entscheidungen gehalten. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hat sich die Systematik und die Qualität unserer Arbeit um 180 Grad gedreht, oder ist es etwas anderes passiert. Das kann jeder für sich selber beurteilen. Der Aufwand, der hat sich deswegen auch ganz massiv erhöht, weil auch Verfahren, die nicht durch Urteil abgeschlossen werden, fast den gleichen Aufwand haben. Also allein Befangenheitsverfahren muss jeder eine dienstliche Stellungnahme schreiben. Es gibt einen Antrag, dann muss man einen Beschluss fassen, dann muss es an Beteiligte zugeleitet werden und dergleichen mehr. Also ist es im Prinzip mit Ausnahme des Urteils und vielleicht einer mündlichen Verhandlung die gleiche Sachbefassung. Das war also dann etwas mühsam. Ich darf euch hier ein kurzes Beispiel eines konkreten Falls geben. Es gab in einem Verfahren Befangenheitsanträge des betroffenen Piraten gegen Richter des Landesschiedsgerichts. Das waren etliche parallel gelagerte Verfahren. Also Antrag des betroffenen Piraten gegen Richter. Diese Richter haben sich selbst auch für befangen erklärt. Daraufhin hat das LSG einen entsprechenden Beschluss über den Ausschluss der Richter gefasst und daraufhin sich selbst verhandlungsunfähig erklärt, beziehungsweise beschlussunfähig, weil wir dann die Richterzahl unterschritten hatten. Allerdings hat das Landesschiedsgericht in diesem Fall versäumt, vor einem Beschluss über die Befangenheit der Richter das zur Stellungnahme nochmals an die Parteien weiterzuleiten. Das steht so ausdrücklich in der SGO drin, das war in der Tat ein Verfahrensfehler. Eine Rechtsverletzung war aber theoretisch ausgeschlossen, da der betroffene Pirat und die Richter genau dasselbe gemeint haben im Vorfeld, ausdrücklich erklärt. Allerdings hat dann das BSG hierin einen Verstoß gegen die § 5 Absatz 3 SGO alter Fassung festgestellt, ein Grundsatzthema daraus gemacht und sämtliche dieser Verfahren an das Landesschiedsgericht mit der Feststellung zurückverwiesen, wir seien wegen dieses Fehlers nicht befangen und wir seien handlungsfähig. Garniert wurden die Ausführungen des BSG durch den suffisanten Hinweis, dass Artikel 103, das ist der Anspruch auf rechtliches Gehör, auch in Bayern gelte. Ob die Verfahrensbeteiligten diese Vorgehensweise auch tatsächlich wünschten, hat das BSG nicht gefragt und noch viel weniger hat es gefragt, was das dann für nebenliegende Folgen hat. Die Verfahren gingen also an das Landesschiedsgericht Bayern zurück, welches nun die Möglichkeit zur Stellungnahme einräumte, natürlich nochmal alles von vorne, und kein Verfahrensbeteiligter hat diese Gelegenheit auch nur wahrgenommen. Dann wurden die Beschlüsse zur Befangenheit abermals gefällt und die Verfahren mit mehreren Monaten Verzögerung an ein anderes LSG durch das Bundesschiedsgericht verwiesen. Insofern war die wiederholte öffentliche Kritik einzelner Landesvorstandsmitglieder an zögerlichen Entscheidungen des LSG in diesem Zusammenhang nicht hilfreich, da dies Wasser auf die Mühlen destruktiver Kräfte und deshalb höherer Aufwand auch für den Landesvorstand selbst bedeutete. Hier können die weiterhin Zugriffsberechtigte für diese Verfahren gerne vergleichen, ob und in welcher Zeit diese Verfahren mittlerweile erledigt sind. Abgesehen davon empfanden wir das als eine sehr unfeine Art, da wir aufgrund eigener Schweigepflicht hierzu keine Stellung nehmen konnten und wollten. Das gilt auch für die Äußerungen teilweise anderer einzelner Landesschiedsrichter aus dem Norden Deutschlands, die sich doch recht exzessiv über ihre Tätigkeit und auch über ihre Meinung über die Tätigkeit anderer Landesschiedsgerichte äußern, aber das ist ein Thema, das erledigt sich über kurz oder lang von selbst. Umgekehrt, wenn man jetzt schon den LAFO in so einer Weise kritisiert, muss man auch sagen, wir haben grundsätzlich ein sehr gutes Verhältnis zum Landesvorstand gehabt, weil sowohl der Landesvorstand, und zwar in Gänze, als auch das Landesschiedsgericht übereinstimmend dieselbe Motivation hatte, warum wir uns das antun oder warum wir es tun, je nach Phase, in der wir uns in unserer Zusammenarbeit befanden und warum wir in einer Partei sind. Also insofern bitte ich das keineswegs als
eine Offenbarung tiefgreifender Zerwürfnisse, persönlicher Feindschaften oder dergleichen zu verstehen, sondern als eine sachliche Kritik, die sicherlich auch mal geäußert werden muss. Mittlerweile, unterstellt, wir werden wiedergewählt, freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem offensichtlich an der objektiven Klärung von Rechtsfragen auf der Basis unserer Satzung und gesetzlicher Regelungen interessierten BSG, ich rede von dem neu gewählten seit Würzburg, und das Ganze offensichtlich, soweit ich das persönlich auch schon mitbekommen habe, kombiniert mit einem gesunden Menschenverstand und etwas weniger theoretisieren. Unser Team, und das ist hier dieses Kernteam des Landesschiedsgerichts, nämlich die gewählten Richter, die sind ja nur die Ersatzrichter weggefallen, steht weiterhin zusammen und wir haben miteinander doch durchaus Spaß an unserer Arbeit. Der Teamzusammenhalt ist für eine konstruktive und kontinuierliche Arbeit absolut unerlässlich. Wir freuen uns auf eine personelle Verstärkung des Landesschiedsgerichts, wenn sich Kandidaten finden sollten. Wer sich allerdings eine Kandidatur überlegt, der möge doch bitte im Vorfeld auf uns zukommen, um abstimmen zu können, was auf ihn zukommt. Wir möchten nach Möglichkeit vermeiden, dass sich das wiederholt, was im vergangenen Jahr passiert ist. Ich werde in jedem Fall, für den Fall auch unserer Wiederwahl, den Vorsitz im Landesschiedsgericht abgeben. Wie ihr wisst, ich habe genügend andere Jobs. Der Holger wird den Vorsitz des Landesschiedsgerichts übernehmen. Er hat auch in der Vergangenheit schon die Hauptlast der Verwaltung getragen. Darüber hinaus hat sich der Holger massiv eingelesen im Parteienrecht. Der ist mittlerweile sowas von topfit. Das ist ein absoluter Traum. Und mit ihm und mit Corinna war es immer ein sehr spannendes Zusammenarbeiten, auch und gerade weil wir nicht immer einer Meinung waren. Und wir haben auch durchaus kontrovers miteinander diskutiert, aber, und das ist seit wir in dem Schiedsgericht zusammenarbeiten, kein einziges Mal gewesen, dass wir eine mehrheitliche Entscheidung getroffen haben, sondern sämtliche Entscheidungen erfolgten immer mit allen Stimmen der anwesenden und mitwirkenden Schiedsrichter. Also es gab auch noch nicht mal Enthaltungen, sondern wir haben die Dinge so lange ausdiskutiert, bis wir alle uns damit zurechtfinden konnten. Insofern möchte ich mich bei euch beiden bedanken. Das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und wenn ihr als Landesparteitag das wollt, dann möchten wir in diesem Team mit einer Verstärkung durch Ersatzrichter auch gerne weiterarbeiten. Dankeschön. Vielen Dank dazu. Auch hier darf man, wenn man will, noch ganz kurz was sagen. Wenn man nicht will, dann verkürzt das. Das ist super. Möchtest du was sagen? Aber du bist kein Larfo mehr, was soll ich? Okay, mach. Es war ein Spaß, komm, sag was. Okay, auch wenn ich kein Larfo mehr bin, Dankeschön, liebe VL, ich denke, ich spreche da im Namen aller Mitglieder des 9. Landesvorstands, vielen Dank für eure Arbeit. Es war sehr angenehm, mit euch zusammenzuarbeiten und ja, es wäre schön, wenn das Landesschiedsgericht im nächsten Jahr wieder so effektiv arbeiten würde. Danke. Habe bitte. Fertig. Ja, ich höre das auch gerne noch. Ne? Wenn sonst niemand was sagen möchte, dann bleibt das Schiedsgericht jetzt mal auf der Bühne und... Oh! Los! Überraschung. Schiedsrichter, das ist das Schiedsgericht. Schiedsrichter sind von der Versammlung nicht zu entlasten. Richtig, das wollte ich auch mal gerade sagen. Also, ne, die werden nicht entlastet, die werden entlassen. Auch wir möchten uns ganz herzlich beim Schiedsgericht für das Engagement, für die Arbeit, für die eingebrachte Zeit bedanken und haben deswegen, ich denke mal oder ich hoffe, ein angemessenes Geschenk gefunden, was euch in eurer zukünftigen Arbeit, zu der ihr wiedergewählt wird, hoffentlich unterstützt, nämlich Sandförmchen. Also wenn es das Probleme gibt, dass jemand... dem anderen das Sandförmchen neidet. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, diesen Mangel auszugleichen. Vielen Dank. Dankeschön. Und wenn gewünscht, können sich die Vertrauenspiraten dann gerne an uns wegen Leihgaben wenden. Danke. Dankeschön. Mauri, ans Mikrofon. GO-Antrag.
Das Mikro, ja. Antrag auf Änderung der GO und zwar Änderung der Tops, der Tagesordnung. Verlegung des Top 8 auf den morgigen Tag, weil der doch relativ wichtig ist und morgen erheblich mehr Piraten anwesend sein werden. Und das dürfte viel mehr interessieren als die wenigen, die jetzt da sind. Ja, ich hätte mir mehr gewünscht, du hättest deinen GO-Antrag auf Unterbrechung gestellt, weil dieser Top sollte behandelt werden, bevor die Vorstandswahlen losgehen. Möchtet ihr jetzt schon noch die Vorstellung von einzelnen für einzelne Vorstandskandidaten machen? Also ich würde jetzt sagen, wir unterbrechen bis morgen früh 10 Uhr. Okay. Deswegen wollte ich dich fragen, würdest du deinen GO-Antrag zurückziehen? Dann ziehe ich ihn zurück, ja. Ja, ich kann das einfach so machen. Ich würde trotzdem gerne die Versammlung fragen. Seid ihr damit einverstanden, wenn ich sowas jetzt einfach machen würde? Ihr dürft mal eure Karten hochheben. Also ruhig ja und nein, das ist nur ein Meinungsbild für die VL. Ich mache es ja sowieso. Ne? Ich möchte mich nur bestätigt wissen. Ja, also... An dieser Stelle unterbreche ich den LPT 15.1 der Piratenpartei Bayern bis morgen früh um 10 Uhr. Ich bedanke mich für die Stunden, die wir jetzt schon miteinander zusammen verbracht haben. Ich würde mir wünschen, dass alle, die jetzt schon hier sind, pünktlich morgen um 10 Uhr wieder da sind. Denn bevor wir damit anfangen, wird Mauri sich seine Wahlhelfer zusammensuchen, Einsprüche, die damit einhergehen und so weiter und so fort. Dann werden wir beginnen mit den Vorstellungen der Kandidaten und der Wahlen. Erstmal kommen die Satzungsänderungsanträge zur Vorstandswahl, das ist richtig. Aber wie gesagt, das machen wir dann erst, wenn wir diese Sachen zusammengefunden haben und Wahlhelfer und so weiter und so fort. Ja, ich kann ruhig noch so viel reden, wie es ist. Der Parteitag ist vorbei, ihr braucht mir nicht mehr zuzuhören. Ihr könnt eure Sachen packen und nach Hause gehen. Ja. Wer heute Abend noch ein Bier mit uns trinken möchte, das heißt nicht, dass wir das bezahlen, aber wer das gerne möchte, hier genau gegenüber ist Jans Bistro, da haben wir 25 bis 30 Plätze reserviert, die sind aber auch nicht böse, wenn es 40 oder 50 werden, also wer das möchte, das ist direkt hier einmal über die Straße. Ich wohne nicht in Ismaning, ich kenne mich nicht aus. Jans Bistro. Jans Bistro, die schmeißen es auch gleich da oben hin.